Et voilà, MMA Lab Podcast zurück. Wow, okay, das geht gerade auf mit der Lautstärke. Und jetzt, also, das ist etwas ganz Besonderes für mich heute, weil jetzt begrüße ich einen internationalen Superstar. Und das ist wirklich so. Dominik Zidov, genannt Akuma, der Devil, der Teufel, ist da in meiner bescheidenen Stube und hat grausam busy Tage hinter sich und noch vor sich, hat aber trotzdem Zeit gefunden, da noch schnell für seine alten Kampfgefährten mal ein Psychli abzustatten und in unseren sehr, wie soll ich sagen, rustikalen Podcast da ein bisschen von seinem Leben erzählen. Zidov, danke vielmals, dass du gekommen bist. Ist wirklich eine grosse Ehre. Und ja, also wenn wir mal so ein bisschen wenn er vorher mal so ein bisschen aufgezählt hat, wenn er so in den letzten Tagen alles in welchen Studios dass er schon gehockt ist und was auch noch so für Projekte so ein bisschen anstehen und so, habe ich müssen sagen, er ist mir gerade ein bisschen kribbelig geworden. Nein, sicher mal, nicht. Mal. Es ist unglaublich, was du erlebt hast. Ich muss jedes Mal staunen, wenn ich irgendwie die Namen irgendwie fällt und so, oder wenn ich mal so ein bisschen reflektiere über deinen Werdegang und so, und ich sage, das ist unglaublich. Das ist wirklich im wahrsten Sinne so eine Tellerwäscherkarriere. Wobei, du hast nicht Teller gewaschen, sondern du hast ja früher nicht schlecht Kohle gemacht, nur in einem anderen Bereich. Ja. Aber das, was jetzt abgeht in deinem Leben, das hättest du wahrscheinlich sogar dort nicht vorstellen können. Ja, so wie es jetzt im Moment ist, nicht wirklich, nein. Also, vom Geld her ja, aber vom Raum und vom Rummel und so, wo um mich herum ist und ums Buch und um mein Team und so, ist halt schon etwas Krasses. Ja, genau. Jetzt bin ich nicht mit leeren Händen gekommen, sondern ich habe noch einen kleinen Surprise-Guest mitgenommen, der läutet jetzt, meldet sich schon. Wir wollen ihn mal noch ein bisschen anhängen. Ich gehe jetzt einfach da mal so ein bisschen rustikal weg. Machst du das? Und tue ihn mal auf Speaker. Bist du da? Ja, ja! Der Charlie Merki am Telefon. Ah, Charlie! Charlie, Charlie! Wie gehört? Ja, ich bin der Vladimir und jetzt haben wir noch einen da, der Zidov, den kennst du auch, oder? Der Zidov? Ja, was soll ich tun, Pavel? Was macht denn der Zidov da? Er hat den Weg gefunden, meine bescheidene Stube, hat von seinem Rummel da ein bisschen Zeit gefunden, um ein bisschen Ruhe zu gewinnen und ein bisschen ich habe es vorhin gesagt, mit alten Kampfgefährten da mal ein bisschen über sein Leben zu reflektieren. Da hast du auch noch etwas zu erzählen. Ja, was soll ich erzählen, wenn du dich darfst? Das kann man ja im Buch mal, aber... Also für die Leute, die jetzt zuschauen und denken, wer ist denn der Charlie Merki, der Charles Merki? Er ist der erste Thai-Box-Trainer, kann man sagen, der erste? Mein erster, ja. Vom Zidov, früher noch im Fight Club Zürich, hat er dort seine ersten Kämpfe bestritten und die sind ja ziemlich legendär. Charlie, wie hast du so? Erzähl doch mal, so, wo er ins Gym hineingekommen ist. Was hast du gedacht? Was ist das denn das für einen? Ja, du, andere Kinder sagen, dass ich so blöd zu bin. Das ist nicht der erste, der gedacht hat, als er ins Gym hineingelaufen ist. Aber er hat seine Marke hinterlassen in ihrem Gym. Ja. Ich habe mich nicht mehr Weisst schon noch, ja? Wenn man trainiert, dann mit Stil, oder? Ja, eben. Ja. Ist dann auch... Wenn man trainiert, dann auch ein bisschen mit Stil, oder? Ja, mit Stil, eben. Das hat er immer gehabt. Das hat er immer gehabt, das Wiedersehen. Jetzt ist... Ja, aber es hat ein paar legendäre Kämpfe gegeben, die mir immer an den Rücken gehalten. Stehen K.O. beide gesehen, die Hände unten und haben sich nur noch die Rüste zurückgeschlagen. Bis einer K.O. umgehalten ist, das ist der Gegner von Wiedersehen gewesen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hast du schon dort so ein bisschen gesehen, dass da Talent rum ist und so, dass er es irgendwie auch international bringen kann?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Etwas von Ordnung ist schon geschnummert drin, aber ich habe gedacht, seine Faulheit ist nicht mehr legendär gewesen zu dieser Zeit. Seine Faulheit? Was spricht man, was denn? Ja, eben, wie wenig dass er schlussendlich trainiert hat. Und aber zu dieser Zeit in Zürich hat er immer ein kleines Ränzchen gehabt. Und wohlgemerkt, er ist dann 20 gewesen. Aber er ist sicher auch noch etwas Positives zu berichten, wenn wir schon einen Gast da haben. Ja, du, er hat den Willen gehabt und hat sich durchgesetzt, das muss man auch noch kennen. Wenn du jetzt so hörst, was jetzt so ein bisschen im Leben vom Zidov läuft und so, was sagst du da dazu? Ja, sensationell. Er ist einer von den wenigen, der es geschafft hat, sich irgendwo durchzusetzen auf den schweren Dingen vom Teilboxen, der ja nicht unbedingt einfach ist. Also, die wenigsten können so viel Zeit machen, oder? Absolut. Jetzt, Zidov, du hast beim Charlie trainiert und so. Wie hast du ihn so erlebt als Trainer, wo du das erste Mal reingelaufen bist? Ja, wo ich das erste Mal reingelaufen bin im Fight Club Zürich, das war ja nicht dort gewesen, jetzt beim David Gym. Ja. Ich bin reingelaufen und ich habe gedacht, oh Scheiße, ich kenne den, der ist schon Türsteher. Hat er schon mal nicht reingelaufen? Nein, das mag ich mich nicht erinnern, aber ich habe einfach gewusst, dass er im Palais extra Türsteher war und so. Und dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt fängt das schon so an. Und ist er wie? Ja, aber ich bin dann eben ins erste Training gekommen und ich bin dort noch mit meinem griechischen Kollegen, der auch im Buch erwähnt ist, der Stelios, bin mit ihm gekommen und er hat dann schnell aufgegeben und ich habe das erste Training einfach so geil gefunden, weil ich bin voll am Arsch gewesen von dem Training und ich bin heimgekommen und ich bin müde gewesen, ich bin gepennen und so und ich habe mich auf den nächsten Tag schon wieder gefreut aufs nächste Training. Also es ist schon gerade von Anfang an irgendetwas gewesen, was mich daran so gefallen hat und gereizt hat. Ja. Wo du die ersten Kämpfe gemacht hast, wie hast du es da erlebt? Ja, du musst ja natürlich sehen, die Kämpfe, die jetzt auch der Charlie erwähnt hat, ja. Ich hätte ja dort von mir selber nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Profi werde. Ja. Das war ein bisschen mehr als Spass und ein bisschen vor den Kollegen, weißt du, hier in Zürich einen Kampf zu haben und vor den Kollegen und so. Aber ich habe doch in dieser Zeit noch nicht gedacht, dass ich da in Ausland kämpfen und richtig hohe Turniere und grosse Turniere mitmachen. Ich habe mich da ein bisschen showen vor den Kollegen, weißt du, mich prügeln und so und dann einen geilen Kampf zeigen. Und irgendwann ist halt die Liebe zu dem Sport immer grösser und grösser geworden. Ja. Hast du es auch so gesehen, Charlie? Ja, das kann man so sagen. Also, das ist vor allem erstaunlich. Ich habe ihn dann auch noch viel Thailand zum Teil überkämpft hat. Und ja, das ist natürlich nicht mehr da gewesen. Also, das hat er auch hart trainiert. Zuerst in ohne Arzen hinten in den Bund. Ja, das ist dann schon plötzlich ein anderer Zeitraum gewesen, wo ich tun werde. Positive Entwicklung, kann man sagen. Ja, positive Entwicklung, durchwegs. Ist er ein schwieriger Thai-Box-Schüler gewesen? Was sagst du? Ist er ein schwieriger Thai-Box-Schüler gewesen? ja, der gute Weise hat sich genau den Mund gekriegt, wenn ich gut bin. ich habe gesehen, etwas so wie mit Stecken, aber er hat das jetzt länger müssen zeigen. Okay. Und das hat auch das Momentum gebraucht, dass er auf Thailand geht und dort, wenn man noch so ganz unten anfangen. Dort wird es auch ernst, oder, wenn man dort ist? Ja, ihm hat er nie vergeben, nur da und dort wieder runter, und er hat die Chance gepackt. Super. Charlie, merci vielmals, dass du schnell vorbeigeschaut hast und auch noch ein bisschen deine Insight gegeben hast. Und was hast du gerade so ein bisschen auf der Platte im Moment? Ja, ich bin 2-3 Leute vorbereitet. Ich kämpfe am 26. Oktober am Röstigraben-Gala in Lausanne. Das ist immer eine interessante Veranstaltung, wo sich so ein bisschen die Welschen und die Deutschschweizer immer Vergleich gegenüberstehen. Ich habe Patrick Schmid, Hanni Nehle, den ich nehme, das kann Kampel zu haben, der Stefan Macho. Und Karin Berger, ich werde dort kämpfen, um Deutschschweiz zu treffen und mit Schulden. Super. Cool, Akademie. Super. Danke vielmals. Wir wünschen dir und deinen Kämpfern viel Glück am Röstigabend, immer eine gute Sache. Und eben nochmal danke vielmals fürs Vorbeischauen. Ja, danke dir.
Ja, man hat schon. Sind noch, kommst du noch vorbei? Ja, ich komme noch vorbei. Also gut. Also. Super, merci vielmal. Ciao. Charlie Merki. Polarisierende Figur, kann man sagen. Ja, Charlie ist der Charlie. Charlie ist der Charlie. Jeder kennt den Charlie im Thai-Box-Business hier in der Schweiz. Genau. Würde ich mal meinen. Absolut. Ich möchte mal zurückkommen. Wie gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Da haben wir es. Bad Boy. Mein unglaublicher, und das ist wirklich unglaublich, Weg vom Gangster zum Kampfsportidol ist flüssig zum Lesen. Gibt es da im Orel Füssli? Das ist sogar vom Orel Füssli drauf. Ich meine, jetzt muss man sich mal reinziehen. Das ist nicht irgendwie so ein Hausecken-Verlag, was noch in dem Keller gedruckt haben, wie du andere Sachen gedruckt hast. das ist der Orel Füssli, das ist das grösste Buchgeschäft von der Schweiz. Zürich? Schweiz. Ist eine geile Geschichte. Hättest du es mal irgendwann gedacht, dass mal ein Buch über dich gibt? Also in der Zeit, wo ich noch da in Zürich gelebt habe, sicher nicht. Oder ein Buch einfach ein anderes, weißt du? Ja. Wenn man Koks auf Zürich hat oder so, ja. Okay. Weißt du nicht, oder? Ja, aber ja. Eben, so ein Buch nehme ich mit Sicherheit nicht. Und es ist eben, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon geil, dass eure Füßli das gemacht haben. Gibt es mal Momente, wo du irgendwie so im Nest drin ist und denkst, Kopfdeli? Das kann nicht sein, oder? Jetzt über das Buch, also was allgemein jetzt im Moment abläuft. Ja. Nein, weil ich bin mir es gewöhnt vom Contender. Ja. Weißt du, Contender Asia und wo das nachher rausgekommen ist, ja. England, Australien, Asien weit und so, dort war ein hoher krasser Rummel um mich herum. Ja. Hey, dort bin ich mir vorgekommen, wie der David Beckham. Ich habe in Singapur habe ich nicht können rumlaufen, ohne dass die Leute mich umzingelt haben, Fotos wählen. Mein Kind ist schon von Singapur, ich habe ja dort mit einer Ex-Sängerin habe ich ein Kind zusammen. Und es ist zum Teil, also wo die Show rausgekommen ist und der Hype noch um die Show gross war und so, ist das ziemlich krass gewesen. Und ich habe mir schon gedacht, dort bin ich so hey, und ich so nach einem Abend in Singapur und so. Ich so, wow, das ist ja verdammt krass, was läuft für einen Film ab und so, ja, weißt du? Ja. Oder im Finale, also im Finale von Contender sind wir ja nochmal zurück auf Singapur alle zusammen. Ja. Also die Liebling von den Sendungen und so. Und was dort abgegangen ist, im Stadion, 10'000 Leute und so. Und die Leute sind voll fanatisch gewesen und ey, das ist krass. Brutal. Das ist krass, ich bin dort, ich habe es für ein Zeitchen nicht mehr gesehen. Brutal. Ja? Ich möchte mal ein bisschen vorne anfangen, in einer Jugend. Bist du so ein bisschen, also wir haben nicht allzu viel vom Buch preisgeben, wir sollen es ja auch kaufen. Aber das wäre die Idee. Aber wir wollen ein paar Geschichten, wenn wir trotzdem noch so ein bisschen rauspflücken oder beziehungsweise was so ein bisschen daraus geworden ist. Bist du so ein bisschen, kann man sagen, bist du so ein bisschen ein Bully in der Schule? Oder ja, hast du so also nein, ich habe ja nicht wirklich Leute, ja schon ein bisschen, ja Bully kannst du schon sagen. Ja, ich weiss halt auch nicht, ja ich habe halt Leute ausgenommen und so Sachen. Ausgenommen? Ja, dann... Geld und so. Das wenig Geld weggenommen. Ja. Ja. Okay. Wenn man so ein bisschen den ersten Kapitel liest, so ein bisschen was gerade in deiner Jugend so ein bisschen abgegangen ist, und das ist so ein bisschen der Zeitdorf, das ist so ein bisschen erstaunlich gewesen, das ist der Zeitdorf, den ich nicht so kenne. Ich habe dich kennengelernt und ich muss sagen, du bist einer, der sofort so ein bisschen den Raum vereinnahmt, also, aber eine positive Ausstrahlung hast. Du bist sicher einer, der du fällst sicher auf. Du bist nicht einer, der in der Mäppeline sitzt und man weiss, wer ist denn der dort hinten und so. Sondern du fällst auf und... Nein, ich versuche mich auch immer irgendwo, wo ich hinkomme, in einen neuen Platz und so, versuche ich auch Leute kennenzulernen. Es ist ja nicht, dass ich einfach hinhocke und für mich bin. Genau. Sondern ich versuche mich zu integrieren und Leute kennenzulernen. Weil das Schönste auf der Welt ist, wenn du immer neue Leute kennenlernst und Beziehungen schliessest und irgendwie, ich weiss ja nicht, vielleicht in Zukunft etwas miteinander machst oder so. Das ist doch das Geilste. Genau. Wenn man jetzt aber die ersten Kapitel liest, dann hat man so ein das Gefühl, okay, da kommt jetzt jemand ein bisschen unsympathisch über, so ein bisschen Lampen und so ein bisschen, ich mache meinen Weg und wenn du mir im Weg stehst, dann putzt die weg. So ein bisschen die, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, also siehst du das auch so oder findest du, nein, also so ist es auch nicht gewesen? Nein, es ist schon so gewesen. Also ich meine, bis ich all die Charlie- und Thai-Box-Szene ein bisschen kennengelernt habe, bis zu dem Zeitpunkt, bin ich ein Strassenkind gewesen. Mhm. Obwohl ich von einer guten Familie komme und alles drum und dran hatte.
ich habe mich einfach in dem System nie zurechtgefunden, da in der Schweiz. Und ich werde mich auch nie zurechtfinden in dem System. In welchem System? Ja, einfach im Schweizer System. Arbeiten, Häuschen bauen, schlafen, WC. Und jeden Tag genau das Gleiche, da drehe ich um. Und ich habe ein riesen Problem schon in der Schule mit Autoritätspersonen. Also Leute, die mir befohlen haben, bin ich fast drauf, oder? Also übergeht. Auch in der Lehre und so. Ich kann mir nichts sagen lassen. Von Lehrmeister nicht, von Lehrer nicht. Ich habe Lehrer abgeschlagen, ich habe weiss ich nicht was gemacht, weißt? Ich habe einfach in meine Eltern nie gehört, ich habe einfach ein riesen Problem mit Autoritätspersonen. Und wie machst du es jetzt, wenn Trainer dir, die sind ja zum Teil relativ so ein bisschen, die schreien umeinander oder? Ja, sicher, also es ist, also in Thailand ist natürlich ein riesen Umwandel gewesen. Und da ist es so gewesen, ich bin ja zuerst da, ich weiss nicht, MKZ oder so, Kickbox-Schule. Wo wir ein Karate-Center? Ja. Das war meine erste Schule gewesen. Ja, dort bin ich zum ersten Mal mitprobieren, bevor ich zum Charlie bin. Und das ist mir irgendwie mega komisch hingekommen. Okay. Hat mir nicht so gefallen. Ja. Und dann bin ich im Budo-Sport am nächsten Tag wieder und habe gesagt, hey, gib mir doch eine Schule, wo etwas abgeht und so. Weisst, ich war dann noch ein bisschen Gangster und so. Ja. Und er so, ja, gehst du zum Charlie da, Thai-Boxen und so. Und dann ich so, voll easy, gibst mir die Adresse. Und dann bin ich zum Charlie gekommen. Und Charlie war ja auch sofort eine Autoritätsperson gewesen, weil er ist ja der Trainer. Ja. Aber irgendwie hat es er geschafft, dass ich wenigstens ein bisschen auf ihn los. Also ich bin ja nicht, wie er sagt, ich bin ja schon dort ein bisschen komischer und immer ein bisschen extra wählen und so. Aber schlussendlich habe ich auch viel fürs Gym gemacht. Ich habe nachher geholfen, Charlies Gym aufzubauen, zu putzen, alles aufzuhängen, zu malen, dort neue Malzstätten, wo wir gezügelt sind, oder? Ich habe mit dem Charlie praktisch das Gym dort nachher aufgebaut, oder? Und ich glaube, dort hat er dann auch gemerkt, ah, schau, der Typ ist zwar ein Freak ab und zu, aber der macht fürs Gym etwas. Der ist immer da, der trainiert, ab und zu halt ein bisschen im faulen Sack, sind seine Höschen halt ein bisschen wichtiger und so. Aber ich meine, das ist ja das Schöne an einem Gym, es kommen so viele Charaktere zusammen und irgendwie formt sich dann das Gym mit all diesen Charakteren. Schon eine familiäre Atmosphäre auch irgendwie. Ich habe das Fight Club Zürich auch nicht zu dieser Zeit. Das Geilste gefunden. Ich war auch ein sehr guter Kollege in dieser Zeit schon mit dem Dado. Oder? Der Dado. Wo ja auch schon seit Jahren in dem. Und mit dem Pong, oder? Ja. Wo auch schon seit Jahren in dem Business sind und machen und tun für den Sport und immer wieder Rücktritt bekommen, weil einfach unser Sport nicht anerkannt wird. Oder? Ja. Also ich muss sagen, eine Autorität akzeptierst schon, aber du musst sie irgendwie auch respektieren für das, was sie genau, ist. Genau. Also weißt du, es muss immer so ein Games Nähe sein, oder? Ich respektiere die Leute, die mich respektieren. Genau. Du gibst mir Respekt, ich gebe dir Respekt. Du willst dich wie ein Arschloch benehmen mit mir? Ja, easy, das Spiel kann ich auch. Ich habe das auch. Ich habe das jahrelang gemacht. Und it's up to you, oder? Ja. Und dass ihr gerade wisst, wie unanständig das ich bin. Ich kann etwas trinken, aber der Zeit fällt nichts. Und da hole ich ihm jetzt gerade. Scheiße. Ich habe mich gefragt, was ich trinken will. Zu meiner Überraschung will er ein Scotty trinken. Ich habe gemeint, harte Ware können da ist. Ja, ja. Wie auf alles vorbereitet sein. Kein Respekt am Gast gegenüber. Dankeschön. Ja, gleich Werbung noch. Et voilà. Das hast du mit meinem Namen drauf, ne? Scheiße. Das wäre natürlich Hammer gewesen. Aber nicht einfach Dominik, sondern Akuma. Das wäre das Geilste. Ja. In der Jugend hast du deinen Eltern wahrscheinlich nicht allzu viel Freude gemacht, bist aber auch ein guter Fußballer gewesen. Mhm. Wärst du eigentlich Fußballer geworden, wenn du das weitergezogen hast? Hättest du Zeug gehabt zum Profi? Ja. Ja, hätte ich gehabt. Super. Also, ich habe ja mit bei Red Star gespielt. Ich habe dort die B-Junioren gespielt, habe nachher das A völlig übersprungen und bin gerade in die zweite Mannschaft, erste Mannschaft mittrainiert, erste Liga Einsatz gehabt und so. Und das mit 16 schon. Und dann auf Kroatien, dort wo ich ja auch mein Vater ursprünglich herkommt, dort in der ersten Mannschaft von einem Vinazi A in der Schweiz, oder? Die erste Liga, im Verein mittrainiert und bei den Nachwuchstalenten mitgeshootet, schon auf 2-3 Jahre jünger als alle anderen und die sind voll begeistert gewesen und die hätten mich eigentlich dort behalten. Aber dort bist du noch so jung, weißt, der Krieg ist auch nicht gerade so lang fertig gewesen, ich bin noch jung gewesen,
Es ist mir alles noch ein bisschen schief hineingekommen dort, weisst, neue Umgebung, niemand kennt und da halt Ausgangszeiten und so, weisst, und dann hat mich irgendwie das Highway gepackt und so und dann habe ich es dort aufgegeben und bin zurück auf Zürich gekommen. Ja. Dann hat Drogen und so angefangen, Ausgang, nicht mehr wieder wissen, dann auch im, bei Red Star, wo ich geshootet habe, bin ich nicht richtig zu Einsatz gekommen, obwohl man mir gesagt hat, was für ein riesen Talent ich sehe und so. Und dann hat mich irgendwie alles angefangen anschiessen und so bin ich dann auf die schräge Bahn abgerutscht. Ja, ja. Yeah, yeah. Mein Ausgang wieder ins Training, full gsi, nur rumgekifft, nicht mehr wahrgenommen. Ich habe eh gedacht, ich bin der Star und so. Da gibt es jetzt sicher Leute, die zulassen und sagen, hey, das ist aber geil. Hure geil. Oder? Ja. So ein bisschen rumsaufen, ein bisschen rumkiffen, ein bisschen rumleben und so. Ja. Es ist ja schon geil, aber wie finanzierst du das? Wie hast du finanziert? Ja, ich habe es mit Einbrüchen, Klauen, Drogenhandel. Also in den jungen Jahren, dort zwischen 15, 16, 17 so, dort hatte ich ja nicht viel mit Drogenhandel zu tun. Mhm. Aber so halt Einbrüche, Portemonnaies geklaut, weißt, Überfall gemacht auf so kleine Kioske und so. So hat es halt angefangen. Und dann hat es angefangen mit Raubüberfall auf Tankstellen und so Sachen, oder? Wo richtig Kohle drin war. Tresors ausgeräumt und so Sachen. Also auch im Fall so reinkommen und sagen, Hände hoch, Geld dann. Ja, sicher. Oder so. Mit der okay. Schreckschuss genommen. Also wir haben halt wirklich nie richtige Munitions benutzen für so Sachen. Weil du weißt nie, aus einem Schreck drückst du ab und dann knallst du jemanden ab aus Versehen, der nicht geplant war oder so. Dann bist du voll am Arsch, darum haben wir auch Schreckschussknarren nicht gebraucht. Ist das nicht gefährlich? Nein, da ist ja keine richtige Munition drin. Da macht nur einen Klapf. Okay. Aber ich habe immer gemeint, wenn man jetzt eine Pistole hat oder so, wenn man schlägt, wenn dann der andere eine zieht, weil er Angst hat, du hast eine. Ja, aber wie viele in der Schweiz haben da Knarren im. Also in der BP hat sicher niemand eine Knarre, weißt du, was ich meine? In Amerika ist das schon ein bisschen anders. Dort hat jeder Knarre unter dem Tisch und knallt die Hand ab. dort kommst du auch mit dem Panzer einen Überfall machen und nicht mit einer Knarre, oder? Aber nein, und dort bist du noch so jung gewesen, hast du über solche Sachen gar nicht nachgedacht. Ja. Ist es gefährlich oder nicht? Hast einfach, wir haben niemanden umbringen wegen einem dummen Grund oder aus dem Ausversehen. Ja. Und das war es eigentlich. Ja. Ist das auch so ein bisschen Adrenalinkick suchen, um solche Sachen zu machen? Das kann gut möglich sein. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das ja das war, aber ja, ich bin schon immer ein Adrenalin-Junkie gewesen. Ja. Sonst wäre ich auch kein Kämpfer geworden. Ja. Das ist jeder Kämpfer, braucht das. Jeder, wo Thai-Boxen kämpft, MMA, was immer er kämpft, mir sagt, dass der nicht irgendeinen Schiss oder mulmiges Gefühl hat vor dem Kampf, ist für mich ein Lügner. Jeder, das hat jeder. Und das ist genau der Adrenalinkick, wo wir Kämpfer auch brauchen. Und das ist auch, was ich auch jetzt im Moment vermisse, wo ich ja verletzt bin und so. Scheiss mich an, ich gehe Events, ich habe mein eigenes Event gemacht und alles drum und dran. Und ich muss zuschauen, wie Leute kämpfen und es scheisst mich einfach an. Ja. Oder? Es ist einfach, einmal Fighter, immer Fighter. Ja. Von dieser Angst reden viel Kämpfer und so. Es ist nicht Angst in dem Sinne vom anderen, oder? Nein, also es ist nicht wirklich, also eigentlich ist es sehr schwer zu beschreiben, es ist ja nicht wirklich Schiss, Angst, es ist einfach der Respekt. Du weißt, hey, gegenüber steht jetzt ein Typ, der würde mir genau gleich in die Schnur hauen, wie ich ihm in die Schnur hauen. Oder? Also, wir kämpfen jetzt eins gegen eins. Ich kann nicht aus dem Ring abhauen und mich verstecken und meine Kollegen holen oder was auch immer, oder? Es ist Tod zu Tod, einer gegen einen und niemand hilft mir dabei. Toe to toe. Ja. Hast du das auch schon erlebt, dass du überschaust auf die andere Seite vom Ring und denkst irgendwie, der ist grösser als ich, der hat mehr Muskeln als ich. Ja, du, da musst nur mal den Charlie fragen über das Amateurturnier, wo ich mal gewesen bin, oder? Ich bin dort halt, mir hat noch der Charlie gesagt, hey, schaust du, dass ich ein bisschen Gewicht verliere? Ich so, ja, weißt du, ist doch gleich und so. Und dann habe ich halt nicht aufs Gewicht geschaut, dann bin ich in Stuhlhöfen gekommen und dann ist der von Genf, bin ich im Ring gestanden und dann sagen sie, sprechen sie einen an, von Genf, bla bla bla, und dann kommt einer von weitem schon anzulaufen, so ein Schwarzer, ein Riesen. Hey, wie der Remy Bonjasky, ich sag dir, ein junger Remy Bonjasky. Und ich habe noch den Mirko angeschaut, der Mirko war auch noch dort, der schon mir, ja gut, Glück und so, ja, mein Gott. Und der Charlies Gesicht, meine Freundin war noch dort dabei, dann alle, der Tod schon in den Augen gesehen.
der kommt in den Ring, zieht sich aus und ich so, mein Gott, was ist das für ein? Und es ist nachher auch keine 30 Sekunden gegangen. Eine Kombinationsknie an die Schnur und schon bin ich gelegen. Ja. Aber ja, was ist? Es gibt immer einen besseren, es gibt immer einen stärkeren. Ja. Das muss man jetzt halt akzeptieren. Und der Typ war halt einfach cleverer gewesen, hat ausgenutzt, hat meine Angst ausgenutzt. Mhm. Ich bin ja nachher wieder aufgestanden und wollte kämpfen, aber der Charlie hat gesagt, was willst du gegen den Kampf? Hast ja keine Chance, bist blöd, oder? Mm. Aber eben, ja, das sind die Kämpfe, wo, okay, vielleicht werde ich verprügelt oder ich komme richtig dran oder was auch immer die Leute sagen, aber das sind für mich die interessanten Kämpfe gegen Leute, wo mir Leute sagen, du hast gegen den keine Chance. Das macht mir Mut und das gibt mir die Energie zum Durchbeissen. Ist das so ein bisschen, dass sie beweisen wollen, dass nur ich kann? Oder nicht nur beweisen. Look, Haters make me famous. Das sagen die Amerikaner schon immer. Wenn du keine Haters hast, dann bist du noch nicht berühmt. Nein, also ich habe das sehr lange gebraucht, bis ich das realisiert habe, dass die Leute, die dich eigentlich hassen und schlecht gegen dich reden, sind eigentlich die dich lieben. Ja. Die gerne wären wie du und alles das Zeug, oder? Ja. Und ich habe gewonnen, ich habe verloren, ich habe gegen die besten Leute der Welt gekämpft, John Mempar, Ellie Madigan und so. Quake Pang Wing von China und so, das sind all, also nach Contender bin ich ja in Länder eingeladen und ich habe Top-Leute von denen gekämpft. Ich habe nicht gegen irgendwelche Pfeifen gekämpft oder das Telefon hat bei mir geläutet und hat gesagt, sieh doch, würdest du gegen den kämpfen? Und dann habe ich gesagt, nein, der ist mir zu stark, ich will lieber jemand anderes. Nein. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir läutet es an, ey, willst du kämpfen? Okay, kein Problem. Wie viel Kilo? Okay, 20 Kilo zu schwer. Ja, easy, mache ich auch, keine Sache. Kämpfen wir. Es ist eins und eins, jeder hat 50% und auch wenn er der Remy fucking Bonjasky ist, im Ring, scheißegal, 50-50. Ich habe das Telefon bekommen und kann sagen, du kämpfst gegen den Godzilla in 20 Minuten. Ja, easy. Gib mir 10 Minuten zum Bandagieren. wenn man, ich möchte noch auf deine Jugend, das war nicht mehr so Jugend. Du hast eine unglaubliche Geschichte in diesem Buch. Du gehst auf St. Moritz, leihst tonnenweise Geld auf den Tisch. Das ist so. Da denkt man, das ist ein geiles Leben. Okay, gut, das Geld kommt vielleicht nicht auf einem legalen Weg zustande, aber so wirklich bösartige Sachen hast du ja auch nicht gemacht in dem Sinn. Also nicht Mord und Totschlag oder so. Das ist mir auch nicht nötig. Nein, oder? Also es ist alles, sag ich mal, Drogen gibt es überall und wenn ich das irgendjemand benutzen will. Du, also in dieser Zeit, wo ich mit Drogen zu tun hatte, ich habe ja niemandem einen Knarren angekippt und gesagt, kauf das Gramm Koks jetzt. Genau. Also die sind ja alle zu mir gekommen, von dem her. Das war für mich okay gewesen zu dieser Zeit. Ist das so ein Leben so ein bisschen auf der Überholspur und da denke ich einfach, ich ziehe jetzt einfach noch durch, bis mir irgendwann die Tante knallt und dann bin ich mir jetzt in der Kiste oder da oder irgendetwas, aber einfach bis dort dann oder denkt gar nicht daran? In dieser Zeit habe ich Tag in Tag gelebt, also ich habe gar nicht in die Zukunft gedacht. Ich habe auf meine Familie geschissen, ich habe auf meine Kollegen sozusagen geschissen, also natürlich ich habe Kollegen gehabt, ich habe meine Familie gehabt. Aber im Ausrufezeichen, ich habe auf die alle geschissen, weil ich habe dort auf mich geschaut, ich wollte ein cooles Leben, ich wollte der Geil sein. Und wo ich nachher zum Thai-Boxen gekommen bin, gerade von dem Moment, wo ich zum Thai-Boxen gekommen bin, war eigentlich schon ein neuer Zeitoff gewesen. Ich hatte dort immer noch meine Deals gehabt, immer noch meine Sachen gehabt, aber ich war viel weniger gewalttätig gewesen. Mhm. Also gerade wirklich, also meine Gewaltbereitschaft ist so zurückgegangen von dem Tag, wo ich mit Thai-Box angefangen habe. Obwohl ich immer noch mit Deal umgedealt habe und so in dieser Zeit und Business hatte, ist mein Aggressivpotenzial um null runtergegangen. Mhm. Wirklich, also das ist das Einzige, was ich wirklich kann sagen. Vom Tag 1, von dort, mein Aggressionspotenzial ist gerade weg gewesen. Und wie wechselt man so ein Leben? Ich meine, es klingt jetzt recht geil, so Champagnerbad, Frauen, in St. Moritz logieren, im Wochenende irgendwie ein paar tausend Stutz auf den Tisch knallen. Ja, also es klingt jetzt recht ansprechend. Ja, also ich denke, viele von der Thai-Box-Szene da, vor allem in der Schweiz, die kennen das bisschen Leben auch ein bisschen. Was? mit der Überholspur. Aber jetzt keinen Namen nennen?
Nein, müssen wir auch nicht, aber ich meine, es ist ja nicht so schlimm, dass da Leute getötet werden wegen Clubs oder wegen Thai-Boxen. Überall ist Kriminalität in jedem Land, auf der ganzen Welt. Ja. Ob jetzt im Thai-Boxen, im Boxen, im Ballett, im Wasser, Schwimmen, Sport, im Radsport, du hast doch keine Ahnung, wo heutzutage beschissen wird. Also von dem her sind wir alle genau gleich. Mhm. Es ist einfach. Ja, es war ein geiles Leben. Ich war der King. Ich habe mich als der King gefühlt. Ich habe Limousinen gemietet und so. Und habe Halligalli gemacht. Auch wenn jetzt viele Leute werden sagen, ja Mann, so kenne ich den gar nicht. Oder das stimmt gar nicht. Egal, mir geht das am Arsch vorbei. Die Leute, die mit mir die Zeit verbracht haben, die wissen, was läuft. Das sind nicht wenige gewesen, das sind einige gewesen. Mit mir in den Hotels abgefeiert, weiss nicht, wie viel Gramm Koks reingelassen haben und am nächsten Tag weitergegangen und so. Also, ja, es war mein Leben gewesen. Es war ein cooles Leben gewesen. Wenn ich könnte zurückgehen könnte, ich würde es auch ehrlich gesagt nicht ändern. Okay. Ja. Also weißt du, es war eine Erfahrung gewesen, die mir fürs Leben geprägt hat. Ja. Und ich aus dieser Erfahrung kann ich, meine Zukunft bilden. Und ich bin tief gewesen, ich bin da oben gewesen, ich bin da unten gewesen, ich bin in der Mitte gewesen, ich habe alles auf dieser Welt. All Feelings habe ich schon durchgemacht. Wenn du zurückschaust auf die Zeit von dazumal, ist der in dem Sinn sympathisch, unsympathisch? Also sagst du einfach, look, das ist einfach Teil von mir, das ist mein Werdegang? Also, ich bin früher ein Arschloch gewesen. Aha, ich bin auch jetzt zum Teil ein Arschloch. Also, es kommt darauf an, wie die Leute zu mir kommen, ja, weißt du? Das muss man auch sein, also. Genau, ja, besser, schlechter. Ich bin halt ein aggressiver kleiner Siech gewesen früher. Ja. Wo sich von niemandem etwas sagen lassen wollte. Wo auch Fressen bekommen hat von Leuten früher. Es ist ja nicht, dass ich umgegangen bin und die Leute verprügelt habe und nie kassiert habe. Ich bin auch von Nazis dran gekommen, ich bin auch von Jugos dran gekommen, ich bin auch von Albaner dran gekommen. Ich habe auch Albaner geschlagen, ich habe auch Jugos geschlagen, ich habe auch Schweizer geschlagen. Es ist ein Gäh und ein Näh gewesen. Und das ist ja im Thai-Box genau das. Wenn du nicht kannst einstecken, ja, musst du gar nicht in den Ring gehen. Nein. Oder? Und von dem her, ich habe meinen Weg gemacht, ich habe es cool gefunden, die Zeit. Es ist so eine Zeit, vergisst du nie. Denkst du an mich zurück und denkst so wie, ich habe noch schön wieder mal ein. Oder sagst du, das ist abgeschlossen? Nein, also das Thema für mich ist abgeschlossen. Ich bin im Moment in meinem Leben, also ich nicht im Moment, schon seit 7 Jahren jetzt, viel zu glücklich, dass ich da würde irgendetwas riskieren, um das zu zerstören. Ja. Viele denken, ich habe jetzt ein Buch, ich bin im Fernsehen die ganze Zeit und so, dass ich jetzt reich werde. Aber das ist eben nicht so. Ich bin in einem normalen Bereich, wo ich normal lebe. In Thailand ist das vielleicht ein bisschen besser. Ja. Aber es ist nicht, dass ich reich bin, dass ich ein Auto fahre. Ich habe einen normalen Scheiss-Scooter, wie jeder Thailänder auch. Tuk-Tuk. Ja, in Kosamui gibt es ja keine Tuk-Tuks. Aber eben, ich habe so einen Scooter, den ich vom Sponsor bekommen habe. Der hat mir den gekauft. Ich verdiene genau gleich viel, wenn ich Privatstunden bei uns im Gym mache, verdiene ich genau gleich viel wie Thais. Ich bin da nicht etwas Besseres, ich bin nicht etwas schlechter, ich bin gleichgestellt. Und ich muss auch jeden Tag ins Gym gehen und meine Privatstunden machen, sonst habe ich am Ende vom Tag kein Geld und auch nichts zum Essen. Ja. Aber ich gehe in das Gym mit einer Liebe, mit einer Freude, mit so einer Happiness, die ich da in Zürich einfach nie hatte. Ja. Weißt, auch mit dem ganzen Geld nicht, oder so. Und das ist auch der Grund, wieso dass ich in Koh Samui bleibe. Ich habe dort alles, ich kenne dort alle Leute. Wenn ich will, habe ich Party. Wenn ich will, arbeite ich. Wenn ich will, kann ich kann ins Meer brünzeln von meinem Zimmer aus, wenn ich will. Meer brünzeln, wenn man das kann. Es stresst mich niemand, außer die Thai-Botschaft die ganze mit dem scheiß Visa. Hallo, gebt dem mal das Visa. Hey, was ist los? So ins Meer brünzeln. Ich bin der Botschafter von Sport is your gang. Sport is your gang, was ist das? Das ist so ein Projekt, wo WMC ist ja World Muay Thai Council. Jawohl. Dort, wo ja der Charlie früher IFMA und so. Ja, richtig. Die Schweiz vertreten hat. Ja. Er kennt den Stefan Fox, meinen Chef, auch sehr gut. Der ist schon ein paar Mal in Thailand gewesen, an diesen Meetings mit ihm und so. Bin ich auch schon gewesen an so einem Meeting. Genau. Und ich gehe dann viel mit dem WMC zusammen, mit dem Stefan, gehen wir so auf Usbekistan, Russland, Kasachstan, auch Thailand, Asien und holen die Kinder also von daheim, von der Straße und machen mit denen Thai-Box-Training für ein Wochenende und so und
geben denen halt das Gefühl, dass die halt doch noch wichtig sind im Leben, obwohl es Strassenkinder sind und voll auf Leim und so Sachen, weißt du? Ja. Also ist sehr krass zum Teil. Und ich mache so viele Sachen, obwohl ich dort kein Geld bekomme. Ich mache das alles gratis, weißt du? Was ist dein Job? Bist du jetzt der, wo man bringt und sagt, schaut, das ist der Zidov, der war auch mal so ein bisschen auf der sogenannten schiefen Bahn gewesen und er hat sich aus dem rausgezogen und schaut, was jetzt aus ihm geworden ist? Ein bisschen schon, aber die wollen mich nicht so als Vorbild, also ich will das nicht. Ja. Weil ich finde, die Kinder haben viel Schlimmeres, oder die Leute haben ein schlimmeres Leben als ich auf der Straße und so. Die sollten mich nicht als Vorbild sehen, die sollten mich als eine Chance sehen. Ja. Oder? Ja. Ich finde, jeder Mensch hat in dieser Welt eine zweite Chance verdient. Wie auch der Carlos, über den wo wir immer Stress haben und so. Auch der ist für mich, ich kenne den nicht, interessiert mich auch nicht, aber auch der verdient eine zweite Chance, egal was für einen Scheiß, das er gemacht hat. Er ist ein Mensch, er hat Fleisch und Blut, genau wie jeder andere von uns auch. Ja. Nur muss dem mal der Weg gezeigt werden. Und das ist nicht das Problem von ihm, das ist das Problem von der Behörde. Ja. Wir machen das mit Kindern, wir machen mit gewalttätigen Jugendlichen Projekte, versuchen die weg von der Kriminalität zu holen. Muay Thai Against Drugs ist eine andere Charity, die wir auch machen. Drogensüchtige Kinder versuchen von der Straße zu holen, aus der Kriminalität. Also da ist viel am Laufen das ganze Jahr. Und sind das so ein bisschen... Ich bin jetzt Devils Advokat und sage, okay, ihr geht jetzt einfach da und sagt, schaut, wir machen das und das und das, wir machen Thai-Boxen, das bringt euch auf einen guten Weg. Also, ciao zusammen, wir gehen weiter. Oder hat das auch eine Nachhaltigkeit? Das ist ja das, was die meisten werden denken, ja, wir verpissen uns, kassieren da das Sponsorgeld oder was auch immer und hauen dann ab. Nein, das ist eben nicht so. Ja. Wir haben die Workshops, die sind nicht nur für Porsche, sondern die sind ab und zu mehrere Tage. Ja. Das sind die, dann essen wir, wir leben mit, also ich vor allem, der Stefan hat dann noch, er ist ja sehr ein beschäftigter Mann. Der ist ja nie eine Stunde irgendwo am Sitzen. ich bin dann der, der mit den Kindern auch bleibt und mit denen hängt, mit denen isst, mit denen chillt, die mich als Kollege sehen und mich dürfen befragen und ich einfach so lange wie möglich für die da bin, wieder 6 Monate später in das Camp zurückgehen und sehen, wie die Leute fortschritt, die Kinder fortschritt, wer ist noch dort, wer hat es geschafft, wer ist halt abgestürzt, wer hat es nicht geschafft und so. Ich mache dann das auch immer wieder. Was fragen Sie so? Ja, wieso ich so tätowiert bin. Okay, also und, ja, so kann, weißt du, was meine Mutter dazu denkt. also die lustigsten Fragen, weißt du? Was ehrlich? Denkt deine Mutter? Ja, meine Mutter, die hasst mich, wegen meiner Tätowierung. Okay. Und, aber, look, sie hat es akzeptiert, die Kinder finden das toll. Ja. Ich bin jetzt gerade in Hamburg gsi, auf einer Promotour. In der Ritze bist du auch gsi? In der Ritze bin ich gsi. Ich hätte mittrainieren mit dem super Trainer dort. Ja. Ich weiss jetzt vergessen, wie er heisst. Aber der ist eine Legende dort. Der hat unbedingt mit mir etwas machen, aber ich kann leider nicht wirklich trainieren. Ja. Der hat sogar ein Buch gekauft und alles, also der war voll begeistert. Der, ich wollte ihm eins schenken, der hat mir 20 Euro angelegt. Er hat gesagt, nein, das Buch kaufe ich und so. Ich war eben in der Ritze, bin ich gewesen, dann Fotoshootings und dann hatte ich ein Seminar, ein 3-stündiges mit 40 Kindern. Okay. So in dem Alter von 13 bis 15, 16, also real Oberstufenschüler und so. Ja. Problemkinder von einer Problemregion in Hamburg. Ja. Ein bisschen über meine Geschichte erzählt, ein bisschen über mein Buch erzählt, wieso ich auf Thailand bin, also alles drum und dran. Und dann noch die letzte Stunde pratzen und die dort ein bisschen machen lassen und so. Und nach diesen 3 Stunden sind die 3 oder 4 Lehrerinnen zu mir und haben gesagt, also Respekt. Und ich so, was denn? Also, wir haben die Kinder noch nie so still und aufmerksam zuhören gesehen und gehört, wie in diesen 3 Stunden. Mhm. Die versuchen das schon seit Jahren, dass die ein bisschen ordnen. Und in diesen 3 Stunden sind alle dort voll begeistert, Fragen gestellt, dies, das, mitgemacht. Und das zeigt mir dann eben schon, dass da ich auf dem richtigen Weg bin, erstens mal. Mhm. Und zweitens mal, dass die Kinder doch
also weißt, zuhören und interessiert sind und die doch nicht verloren sind, wie die meisten halt denken. Hat jetzt ein Zido für dem Alter auch zugelassen und gesagt? Voll nicht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die haben mein Buch angeschaut und so, und ich werde dann dort angeguckt, hat das Buch zuerst mal irgendwo angeschossen, dachte, das soll mal gegen mich kommen und so. Wirklich, wäre ein Arschloch gewesen in dieser Zeit, speziell in diesem Alter. Okay. Aber ich glaube, kommt darauf an, wer natürlich vor mir gewesen ist, oder? Das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich die Kinder sehe, dass die interessiert sind, dass meine Geschichte nicht einfach so da rein und da raus geht, oder? Jetzt, die Kinder können etwas von dir lernen. Was lernst du von ihnen? Kinder sind unsere Zukunft. Okay. Und das ist ja das, was die Leute immer noch nicht begreifen. Mhm. Die Kinder sind unsere Zukunft. Ich bin 20 Jahre vielleicht tot, aber mein Kind ist in 20 Jahren vielleicht an der Macht in Singapur. Weißt du, was ich meine? Ich sage jetzt nur, weißt du ja nie, was läuft. Vielleicht ist auch, erfindet sie Apple Elo, Apple 2, Apple weiß doch nicht was. Weißt du, und wir ein riesiges, weiß doch nicht was. Aber Kinder sind unsere Zukunft und ich glaube, wir müssen unsere Zukunft pflegen. Nicht nur Natur und so Sachen, wie wir pflegen sollten, sondern auch unsere Kinder. Das ist halt das Wichtigste und das ist etwas, was ich immer noch nicht begreife auf unserer Welt, dass die Leute immer noch nicht begreifen. Mhm. Obwohl, du hast ja gute Jugend gehabt, du hast ja... Ich bin kein Ghetto-Kind gewesen, ja, ich habe keine schlechte... Mir hat das gefallen, auf der Straße rumzulaufen. Ich habe das von mir aus gemacht. Aber wenn du bist jetzt nicht so aus einer klischierten Familie, wo man sagt, ja, weißt du, irgendwie Kinder vernachlässigt, geschlagen, blim, bam, bum, so die ganze... Also du, ich habe schon von meinem Vater auf die Schnurren bekommen, wenn ich etwas gemacht habe, aber der ist nie ohne Grund heimgekommen und hat mich verprügelt. Genau. Und Alkohol oder was weiß ich. Alkohol ist in meiner Familie, meine Mutter trinkt nicht, mein Vater trinkt nicht, am Morgen vielleicht mal ein Räckchen, weißt du, der kroatische Getränk. Das gehört dazu. Das gehört einfach dazu, oder? Aber er ist nie irgendwie ein Alkoholiker oder besoffen gekommen. Genau, du kommst nicht aus einem zerstörten... Voll nicht, genau. Voll nicht. Ja, ist interessant. Das ganze Highlife ist irgendwann mal, das Kartenhaus ist zusammengefallen, du musst ins Gefängnis. Und ich mag mich noch erinnern, oder meine Freundin mag sich noch daran erinnern, wenn ich dort mal der Sternengrill gegenüber von der Sonne. Haben wir etwas gegessen, bist du zu laufen gekommen und gesagt, wir sind krass, das ist verdammt easy dort und so. Oder kannst du auf dem Internet schauen, wo die... Und sie ist irgendwie so... Was? Ja, ich bin ja dort ins Realta gekommen, also Graubünden, und dort hast du im Internet den Knast in deine Zahlen anschauen. Und ich habe gedacht, krass. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ein gutes Gefängnis. Realta. Also gute was? So. Es ist nicht einfach so, dass dich einsperren, denen scheißegal ist, und ab, sitzt deine Zeit ab und so, und dann verpissst du dich wieder. Sondern die haben gesehen, der benimmt sich anständig, der macht uns keinen Stress, der will arbeiten. Dem gefällt halt die Sauzucht nicht. Ich war zuerst im Schweinestall und ich habe denen ganz ehrlich gesagt, ich so, hey Jungs, ich habe Fußschmerzen, weißt du, ich habe da so ein Hühnerauge und ich habe ein bisschen rausgeredet und dann bin ich in den Garten versetzt worden nach einer Zeit. Mhm. Und der Garten dort, ich bin draußen gewesen, ich habe Sachen gemacht, hat mir voll gefallen, ich habe meinen Job gemacht, bin nach einem zwei Drittel bin ich rausgekommen, ein Drittel ist mir entlassen worden, weil ich wegen guter Führung. Die haben mir dort Trainingsmaterial erlaubt, also der Fight World. Der Nikos hat mir dort noch Pratzen zugeschickt und so, wo ich mal angerufen habe, das haben sie erlaubt. Mhm. Ich habe dort mit ein paar Insassen, die dort auch halt so, es hat zwei gehabt, die ein bisschen Kampfsport gemacht haben, mit denen ein bisschen trainiert. Dann sind auch noch andere Leute mit uns trainieren gekommen und das Gefängnis hat das irgendwie gesehen, dass das wir trainieren, kein Seich machen, hat uns das erlaubt, dreimal in der Woche. Ich meine, du sitzt deine Strafe ab, du machst dein Zeug. Ich konnte 25 Kilo abspacken in einem Alter. Ich bin als, du weißt ja selber, ich war ein Fetterli. Mein Rekord war 93 Kilo. Das ist so übertrieben. Ja, so gegen den Schluss dann eben schon. 93 Kilo gewesen, nur noch gefressen, gesoffen, Party und so. Realta kam abgespackt. Im Garten. Sofort Hand vom Mond abpflanzt. Ja, ey. Das wär's noch. Du hast es im Buch beschrieben, du bist glaube ich im Gefängnisauto oder reingehockt und dann ist dir irgendwie der Laden runter und dann hast du irgendwie gesagt, jetzt muss irgendetwas gehen. Es war alles ein bisschen aufeinander gewesen. Also das war auch in der Zeit, wo ich in Zürich ein bisschen aufgestiegen bin.
mit jungen Jahren. Also weißt, die Leute haben mich gekannt, jeder hat mich gekannt. Ich konnte Clubs machen, viele Suppi und so, Supermarkt alle gekannt, können dort drinnen spazieren die ganze Zeit, weil Charlie hat ja dort seine Leute gehabt, Ballet extra, weißt. Und dann fühlst du dich ein bisschen wie der King und so. Aber was die Leute aber vergessen, wenn du viel Geld machst, wie ich in dieser Zeit auch viel gemacht habe, ich habe dort viel Geld gemacht, also super Leben gehabt. Dann kommst du auch Leute über, die eifersüchtig sind, dann kommst du mehr Feinde über. Und ich habe eine Familie da in Zürich, meine Familie ist bedroht worden, die Nacht Anrufe bekommen, so, die werden meine Mutter kalt machen, umbringen, mich umbringen. Ja. Am Anfang denkst du, komm Scheiße auf euch und so, aber wenn dann deine Mutter heimkommt und sagt, hey, sie hat das Gefühl gehabt, dass sie irgendjemand verfolgt hat und so. Ja. Aber ich ihr nichts gesagt habe von diesen Anrufen und so, weißt du? Ja. Und dann sie in der Nacht sie Anrufe bekommt, mit ihrem Namen und so, mit tötet dich und so, und dann fängst du dir überlegen, hey, ist der ganze Scheiß eigentlich auch wert? Weißt du? Was kommst du denn da mit so, also man gehört so Russen-Mafia und so, und die sind alle so ein bisschen, oder Kolumbianer, was weiß ich, was kommst du denn mit so Leuten in Berührung? Oder bist du ich bin mit so Leuten in Kontakt gewesen. Die sind da nicht langgefackelt, oder? Ich bin zum Glück mit den meisten, also mit denen, wo ich Business gehe, gut ausgekommen. Ich habe nie Schulden gehabt mit denen. Die haben auch gesehen, dass der kleine Zwerg da sein Geschäft gut führt. Also von dem her, mit denen habe ich auch nie Stress gehabt. Aber das sind ja, weißt du, die grossen Fische haben von mir keine Angst oder müssen haben. Die haben gesehen, der Junge macht sein Zeug gut, der wird uns nie verpfeifen, wir stehen hinter seinem Rücken, dass er sein Zeug kann machen, weil das bringt uns etwas, ihm etwas. Aber dann siehst du die kleinen Gangsters, die kleinen Möchtegangsters, die eifersüchtig werden, und das sind ja die dir das Problem machen. Die wollen nicht da noch, wo du bist. Die wollen ja nicht da noch, und gewisse haben halt zu viel Film geschaut und wollen mich abknallen und weiss nicht, was die wollen, um vielleicht beweisen, dass die auch krass sind. Ja, easy, du willst einen Job da, mach deinen eigenen, ich gebe dir den. Ja. Kannst den Park von lange auch haben von mir aus. Ja. Ist doch mir scheißegal, weil ich finde meinen Weg immer und ich werde meinen Kollegen immer machen. Ja. Von dort her kommt auch die Aussage, dass du sagst, wenn das nicht passiert wäre, wärst du wahrscheinlich tot. Ja, vielleicht nicht tot, das kannst du auch nicht sagen, aber vielleicht wäre ich im Knast, längere Zeit, ich wäre verletzt, irgendetwas wäre an meiner Familie passiert, oder ich wäre in Kroatien, in Slowenien, wo auch immer, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall nicht dort, wo ich jetzt bin. Nein, definitiv nicht. Okay, und dann hast du die crazy Entscheidung getroffen nach deiner Knastzeit. Übrigens gibt es noch eine detaillierte Erklärung, wie man kann... Falschgeld drucken in der Schweiz. Kann ich gar nicht sagen. Ich kann Falschgeld ein bisschen... Kaufen Sie, ich möchte euch nicht... oder wir wollen nicht wirklich jemanden animieren, um das zu machen, aber es ist wirklich sehr detailliert erklärt. Das ist interessant. Und ich dachte, okay, gut, das könnte für die Falschen noch irgendwie Motivation sein. Anyway, jeder muss ja selber für sich entscheiden. Du bist nachher, gesagt, okay, gut, fuck it, Schweiz, das gibt es nicht mehr, ich gehe auf Thailand, aber. Ja, also wo ich vom Richter dann nach zwei Drittel entlassen worden bin in Realta, das ist was, ein paar Monate gewesen, 5-6 Monate oder so, dann bin ich entlassen worden. Und dann musste ich Bewährungshilfe aufsuchen und meinen Anwalt und so, und der Richter hat mir gesagt, wenn ich komme sehr lange Bewährungsstrafe über. Jenste Jahre, wo riesige, also die haben gesagt, die haben schon lange nicht mehr jemandem so eine Bewährungsstrafe abgerundet und so. Und mir hat der Richter noch gesagt, wenn ich einen nur so anlange und der geht zu der Polizei, dann bin ich für 8 bis 12, 10, weiss noch nicht wie viele Jahre weg. Mhm. Oder? Und dann habe ich mir gedacht, was Scheiße. Ich und selber einen Job, das wird nicht funktionieren. Dass ich die Chance bin, aus der Kriminalität da zu Zürich rauszukommen, ist sehr gering gewesen. Mhm. Genau das gleiche wie einen normalen Job anzufangen und so. Ich hatte dort schon die Liebe zum Thai-Boxen gehabt. Ich war dort schon mal mit dem Josef Pinto in Thailand gewesen. Josef Pinto? Voran, er ist dort hart trainieren. Ich bin dort ein bisschen mitgetrainiert, mir ein bisschen Ferien und so gemacht, oder? Mhm. Noch ein Applaus. Ja, er hat das nicht so geil gefunden. Ich habe das geil gefunden. Er war mehr ins Training verbissen gewesen. Ich wollte Frauen, Titel und so sehen. Und auch ein bisschen trainieren, aber... Ich habe dort Thailand schon mal ein bisschen kennengelernt, mit dem Josef zusammen. Auch beim Dado dort schon ein Zeitchen verbracht, mit dem Dado zusammen in Thailand. Super Zeit gewesen.
kann ich nur sagen. Und eben, dann ist irgendwann mal gekommen und hat gesagt, hey, komm, scheiß auf das ganze Zeug da, scheiß auf all meine Kollegen, scheiß auf meine Familie, ich verpiss mich auf Thailand. Ich nehme das bisschen Batzen noch mit, wo ich kann, weil die Bullen haben ja alles weggenommen, alles ist konfiziert worden, Konten gesperrt, wie auch immer. Habe ich gesagt, nehme ich den Stutz und dann verpisse ich mich von da. Und wo ich das meinen Eltern gesagt habe, mein Vater hat angefangen zu lachen und hat gesagt, ja warte, bis du dein Geld mit Noten verbraucht hast, kommst du wieder zurück. Genau das gleiche meine Kollegen, er hat gesagt, ja, du Mengi, was willst du bei diesen Reis fressen und so, weißt du, also ja, du kommst wieder zurück nach ein paar Monaten und so. Und jetzt ist es 7 Jahre her. 7 Jahre bist du jetzt drin. Fast, ja. Das ist jetzt 7 Jahre her, wow, die Zeit vergeht brutal. Du bist dort drin, du hast den, also bist eigentlich zum über andere Gyms bist du irgendwann beim Ole gelandet? Also ich hatte das Gym in Bangkok gehabt. Ich war beim Ole ja schon vorher mal mit dem Josef. Yeah. Aber dort war das Gym noch ganz oft neu. Yeah. Der Uray war sogar noch dort. Gewesen. Oh! Ja. Zu dieser Zeit. Ja. Er ist sogar noch genau, er war sogar noch dort gewesen zu dieser Zeit. Der Josef war mit mir dort gewesen zu dieser Zeit. Nicht viele Leute im Gym zu dieser Zeit und es ist einfach, zuerst bin ich auf Bangkok gekommen nachher, dort, ich habe gedacht, ich möchte Thai-Box-Profi in Bangkok werden und bin ich in Bangkok, Rajadamnern ist in Bangkok, ich habe meine Karriere in Bangkok zuerst gesehen und dann bin ich da halt ein bisschen, also ich sage es jetzt, der noble Part vom Ghetto von Bangkok. Ich habe ja mal einen Thai kennengelernt hier in der Schweiz, der Seminars und Training gegeben hat und so. Wird alles eindrücklich im Buch beschrieben, weil du da wirklich, also wenn ihr mich kennt, wir gehen auf Bangkok und logieren dann da irgendwo in einem schönen Hotel und so und das hast, die Route hast du nicht gewählt. Das ich habe das eigentlich, ich habe das jetzt eigentlich, wo ich mit dem in Kontakt getreten bin, habe ich eigentlich gedacht, dass das so dass ich so ein, also nicht ein super Zimmer habe, aber ein normales Zimmer. Ist dann anders gekommen. Und dann bin ich halt bei ihm, er hat mich aufgenommen, er sagt, ja, du pennst bei mir und so, hat immer gesagt, you sleep my home, sleep my home, sleep my home. Und ich so, ja easy, komm, ich würde freundlich sein und so. Und dann habe ich halt die ersten paar Wochen mal nicht dort gelebt. Und dann hat er mir auch gesagt, hey, look, ich bin dann nicht der Richtige für dich. Was wollen wir jetzt machen? Zeichensprache, mehr miteinander geredet und so. Und dann habe ich gesagt, eben, ich sei da mal in einem Gym gewesen, in U-Bahn. Und er so, ah, U-Bahn kennt er, das sei sehr gut und so. Und ich so, ich sei da mal in einem Gym gewesen, von Ole und so. Und dann hat er gesagt, weißt du was, morgen gehen wir dir ein Busticket kaufen und so. Und dann schicke ich dich auf U-Bahn. Du kannst ja dem eine Message schreiben, dass du kommst, er soll dich am Bushaltestelle holen. Das haben wir dann gemacht, bin dann auf U-Bahn gefahren, habe den Ole wieder gesehen, der war mir ein Bekannter. Ja. Super glücklich gewesen, der Ole hat mich super aufgenommen, hat den ersten Monat müssen zahlen und dann hat er auch gesagt, super, du kommst fürs Gym, ich sehe, du putzest, du machst fürs Gym auch Sachen, du bist immer da und so. Gibst mir 30% von deiner späteren Kampfgage, wenn mal etwas aus dir wird und so. Und dann, ist der Deal immer noch? Nein, der Deal ist nicht mehr. Der ist nicht mehr? Nein. Okay. So habe ich und der Ole mich aufgebaut, ich habe ihn aufgebaut, ich habe mit ihm trainiert. Für K1 Max Fights mit Andy Sauer, mit Masato, dort bin ich auch im Gym gewesen. Ich bin ja gegen Andy Sauer in seinem Ring gestanden in Japan. Natürlich ein super Erlebnis gewesen. Ich bin schon dort von Zero in die Welt geschossen worden, mit den allgrossen Stars, mit dem Ole, mit dem Andy Sauer, Masato, Dennis Schneidmiller ist gerade zu dieser Zeit noch gekommen. Dennis Schneidmiller, der Yori Sato, also dort ist, ich bin dort gewesen und das war für mich eine Traumwelt gewesen, weißt, Champions League. Hast du denn irgendwann mal das Gefühl gehabt, irgendwie, gehöre ich da überhaupt an? Ich wollte dort auch nicht als Kämpfer angehören im Moment. Ich bin schon so überglücklich und stolz gewesen, dass ich da dabei sein darf, wenn der Ole gegen den Andy Sauer kämpft. In K1 Max in Japan. 20'000 Zuschauer im Stadion. Hey, das war ein Erlebnis, schon nur in dem Ring dürfen, mit ihm rauszulaufen. Ja. Weißt? Hey, das war etwas vom geilsten Erlebnis zu dieser Zeit. Ich habe mich wie der Don King gefühlt. Weißt? Wirklich Hammer gewesen, so etwas habe ich noch nie erlebt, oder? Und das ist dann auch immer wieder eine kleine Motivation gewesen, zum Trainieren, zum Durchbeissen, zum
halt von dem faulen Arsch, wo der Charlie sagt, zu einem, halt einem, der trainiert. So habe ich halt dann meinen Weg gefunden in Legacy Gym in Newbon. Ist der Ole so das, was du eigentlich ein bisschen gebraucht hast, vielleicht jemand, der so sagt, wo auch so ein bisschen eine Richtung vorgibt, oder hast du die schon gehabt in Ring? Nein, er hat ja ein bisschen einen ähnlichen Charakter gehabt wie ich. Er ist auch ein bisschen aus dem Problemkind von Dänemark gekommen und so. Aber wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben uns vor allem respektiert. Wir sind sehr gute Kollegen geworden. Wir haben uns im Sparring richtig geprügelt. Er hat mich ein paar Mal K.O. geschlagen, weil ich ihm gesagt habe, hey, los, geh, weil das braucht es. Mach dir keine Sorgen, ich erhole mich wieder. Es ist einfach eine Freundschaft geworden. Wir sind zusammengehängt, wir sind Tag und Nacht im Gym gewesen. Er hat im Gym gelebt, ich habe im Gym gelebt. Wir haben Fernsehen miteinander geschaut, wir haben miteinander gegessen. Wir sind miteinander in Ausgang. Es war eine richtige Familie gewesen. Und das, ich habe mich sehr aufgenommen gefühlt dort. Und das war natürlich auch ein riesiger Grund, wieso ich so viel Liebe zu diesem Sport bekommen habe. Ich habe dort über die Ritual von My Crew, über den Monkon gelernt. Ich war dort in den Tempel, mir sind Haare abgeschnitten worden, ich bin Augenbrauen rasiert worden. Alles viel im Tempel, Tätowierungen bekommen. Und das hat mich irgendwie so fasziniert in dieser Zeit. Wo mir einfach das immer wieder den Willen gegeben hat, am Morgen um 5:45 Uhr aufzustehen, die scheiß 10 Kilometer Job. Eben, das ist ein Buch so ein bisschen übergekommen. Das Thai-Boxen ist für dich nicht nur ein Sport, es ist auch ein Way of Life. Du machst das nicht einfach und abklopfen und reinschlagen und so, sondern das Ganze drum und dran ist für dich auch enorm wichtig. Das ist ja das, was da in der Schweiz das Problem ist. Also die Leute, die nicht viel damit zu tun haben, oder die Leute, die jetzt über den Carlos reden oder berichten und so, die sagen jetzt alle, oh, der brutale Sport, die zwei prügeln sich, die müssen sich K.O. schlagen. Hey, nein, ich komme aus einem traditionellen Thai-Boxen. Ich darf nicht kämpfen, wenn ich kein Bike Crew mache. Ich darf nicht in den Ring steigen ohne Monkon. Wenn ich unsportlich in Thailand mich aufführe, wie da in der Schweiz halt einige sich mal einen Namen machen, dann wirst du schnell bestraft, disqualifiziert, rausgerührt und dann bist du aber auch draußen. Dann kannst du noch lange bitte Batti sagen und dann läuft nichts, oder? Ich finde das einfach, weißt du, ich finde das Geilste an unserem Sport ist ja, du prügelst dich 5 Runden lang, 3 Minuten, zu härtest mit einem Skibein gegen Skibein, Ellenbogen am Kopf, Knie am Kopf, Clinch, also wirklich harter Stand-up-Sport. Und nach dem Kampf umarmst dich, gehst in den Gegner in die Ecke, trinkst von seiner Flasche, verbeugst dich von seinem Trainer, gehst zurück in deine Ecke und verbeugst dich vor deinem Trainer oder vierst oder was auch immer mit deinem Trainer. Jetzt stell dir mal vor, Bayern München gegen Borussia München Gladbach oder wer auch immer, nach dem Kampf können sie sich gegenseitig von der Flasche trinken. Nein. Weißt du, was ich meine? Das gibt's nur im traditionellen Thai-Boxen. Es ist einfach so. Und das ist das Schade, was ich auch in den Medien versucht zu sagen. Unser Sport ist nicht nur zwei Idioten prügeln sich im Ring. Unser Sport ist Tradition. Unser Sport ist Ehre, Demut, Respekt, weißt du? All ohne das ist ja einfach ein Prügeln. Kannst du gerade so gut auf der Straße dich prügeln. Ist das etwas, was dir auch wichtig ist, so wie die Struktur von dem Ganzen? Sicher. Ja. Sicher, wenn ich doch keinen Respekt von meinem Trainer und von meinem Gym hätte, würde ich mich doch benehmen, wie ich würde. Ich würde die Leute am Boden kicken, weißt du? Weiss doch auch nicht, wie ich mich benehmen würde. Aber ich habe das gesehen von ganz am Anfang in Bangkok, in Ubon. Mir hat auch in Ubon der Trainer mit dem Stock auf den Ring geschlagen am Morgen und ich habe gedacht, was macht der Doppel? Ich gebe ihm einen Flatter, der ist tot. Yeah. Aber ich habe die Schnur zugehabt und bin halt gejoggen und ich habe gewusst, dass der nur das Beste aus mir raus will. Yeah. Halt ein bisschen komische Methode hat. Aber was soll's, oder? Aber dort habe ich Autoritätspersonen angefangen zu respektieren und auch hören. Aber die haben mich auch gefördert. Weißt du, was ich meine? Ich bin gefördert worden und das ist, was wichtig ist. Du repräsentierst ja eben auch nicht nur dich selber, sondern du repräsentierst auch quasi das Gym und die Geschichte vom Gym und ja, die anderen Leute, die anderen Kämpfer und so. Es ist mehr so ein bisschen,
Ja, es ist nicht nur du selbst. Schau, ich habe ein eigenes Team. Ja. Team Sinov. Ich habe dort einige Kämpfer drin schon. Einige kommen jetzt noch mehr dazu. Mhm. Also wir sind da richtig am Arbeiten. Wenn ich mich doch wie ein Arschloch schon benehme, wie kann ich von meinen Kämpfern erwarten, dass sie sich gut benehmen? Ja. Sie müssen keine Engel sein. Und ich sage das niemandem. Sie sollen sich selber bleiben. Mhm. Aber sobald sie einfach in den Ring steigen, sollen sie den Respekt bringen. Mhm. Im Training, sobald sie im Gym sind, müssen sie den Respekt bringen. Sie sollen draussen nicht zu blöd auffallen. Ich will nicht, dass meine Kämpfer Leute gehen, verprügeln sinnlos. Hat es auch schon gegeben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber so Sachen würde ich im Griff haben in meinem Team. Mhm. Ich habe in meinem Team ganz verschiedene Charaktere. Ich habe den Thiago, ist ein Brasilianer, kommt von Sao Paulo, vom Ghetto. Mhm. Hat von einem Chef, von seiner Mutter, seine Mutter schafft irgendwo und der Chef hat ihm irgendwie das Talent entdeckt und hat ihm den Flug auf Thailand gezahlt und hat gesagt, versuch dein Glück. Mhm. Der ist ohne Geld auf Thailand gekommen, irgendwie ist er in meine Hand gekommen und ich habe ihn zu mir ins Gym geholt, den Flug gezahlt, ihn supportet am Anfang ein bisschen ihn aufgebaut, ihn trainiert, mit ihm auf einmal noch selber Training, mit ihm zusammen trainiert, dann ihn selber auch trainiert. Der ist mein goldener Junge, der hat gegen Sayok gekämpft. Nongsai umgehauen in der zweiten Runde, Samrachai kämpft, Marco Pique wird sein nächster Gegner sein, so wie es aussieht. Also der ist im Top-Level mit am Kämpfen. Ja. Der ist mein Golden Ass und so. Und dann habe ich einen, der 80% verbrannt ist am Körper. Ui. So ein Portugies-Australier, der war in einem Autounfall mit 3 Jahren und ist 80% verbrannt worden, aber trainiert 6 Stunden am Tag. Hat irgendwie den Willen so durchgebissen, der hat sich in den Sport auch verliebt und ist krass. Und er ist schon mal zu mir gekommen und hat gesagt, ich sehe sein Vorbild, sein Contender und so, ja. Er möchte so sein wie ich. Und ich so zu müssen sagen, ich so, Junge, wenn eines Vorbild da ist, dann bist du das. Ja. Musst mir sicher nicht sagen, ich bin das Vorbild. Ich danke dir, dass du da bist und ja. So, dass ich darf mit dir trainiere und mit dir die Motivation vor allem zu sehen, oder? Und ich konzentriere mich mehr auf so Leute, die zu pushen, die zu fördern, die mit meiner Erfahrung, mit meinen Business Connections, die ich kann, weiter zu pushen. Ich verdiene auch kein Geld ab im Team. Also, okay. Ich mache das gratis, ich trainiere die gratis, ich ziehe denen nichts ab, weil die machen sonst schon wenig Geld von den Kämpfen. Thai-Box ist ja immer noch ein Sport, der nicht... Millionen könnt ihr auch verdienen. Ja, sicher. Der hure Mainwetter tanzt da 12 Runden im Ring umeinander und kommt 40 Millionen rüber und wir prügeln uns da für 5 Runden richtig mit 2 Doublen. Hard work and dedication, baby. Und kommt ein paar tausend Franken rüber. Also, es ist zum Kotzen, oder? Jetzt, Thai-Box ist eine riesen Industrie dort in Thailand. Wenn man das nicht weiss, das sind nicht so Gala-Veranstaltungen, wie die so in der Schweiz kennt und so. Das ist sehr ohne Glamour und so. Das geht einfach los und irgendwann dann kommt ein tak, 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 ein Kampf vom anderen und dann ist er wieder fertig. Versuche mal in Lumpini mit dem Einlauflied reinzugehen. Ja, dann kommst du einfach rein und dann geht es los und dann gehst du wieder und fertig. Also schon ohne Brimborium und nichts. Wenn du ja gekommen bist, wirst du ja noch rausgetragen auf den Barren. Einfach so. Wird nicht mal gewartet, bis du wieder aufhörst. Da gibt es keine Show und irgendetwas und guten Abend miteinander und herzlich willkommen, sondern dann gibt's einfach, das wird einfach durchgezogen. Weil, das ist eine Industrie, da geht es vor allem ums Wetten. Genau. Wie stehen da die Heisen so zu dir? Du kommst jetzt als Falang, das sind alle, die nicht heiß sind Falangs. Wie nehmen die dich da auf? Denkt sie, also, wo ich in Ubon gelebt habe, beim Ole, dann bin ich sehr gut aufgenommen worden von den Thais. Sehr respektvoll, sehr mit viel, viel Liebe. Im Ring war es halt so, weil ich ja im Norden dort gewohnt habe und dort nicht viele Ausländer waren, dass der Thai mich immer auch töten wollte von der ersten Runde, weil er wollte sein Mutterland verteidigen, sind stolz, weißt du, was ich meine? Das war ein bisschen zum Kotzen ab und zu, weil es hat schon in der ersten Runde richtig wehtan. Aber eben, ich bin sonst gut behandelt worden. Von den Thais bin ich ab und zu, muss ich ja ganz ehrlich, haben sie mich vielleicht als Witzfigur gesehen, weil ich bin ein bisschen fettig gsi, weißt, ich habe nie ein riesiges Sixpack gehabt und so. Aber was ich mir nie kann vorwerfen lassen, dass ich nicht mein Herz im Ring gelassen habe. Das haben auch die Thais gesagt, also auch wenn meine Technik nie die beste war oder so. Aber
die haben gewusst, wenn ich in den Ring hineinsteige, dann haben wir gekämpft. Entweder ich oder er. Das ist es einfach. Und auf das sind halt auch die Thais immer gespannt gewesen. Ich bin auch in der thailändischen Zeitung gekommen, nicht mit 30 Artikeln, mhm. aber bin vorgekommen. Und das mhm. ist ja auch schon mal etwas, ja, oder? Ich meine, ich habe gegen den Antoine Pinto gekämpft, der ist ein riesen Talent, wo mhm. ein Franzose-Thai, ja. der dort lebt. Hat dort noch Punkte verloren. Den Kampf kann man übrigens auf YouTube sehen. Kann ja, schaut den lieber nicht, ich bin futzen dumm gewesen. Aber eben, weißt du, ich habe gegen Leute gekämpft, gegen den Nong U-Bahn und so, und gegen den U-Bahn, ich weiss doch nicht wer, gegen U-Bahn und für ein riesen Talent. Und, bin verprügelt worden, bin Hakuna, habe gegen den Nong U-Bahn, er ist besoffen an den Dings, habe ich die dritte Runde umgehauen, er war ja schon aus seiner Zeit draussen, yeah. weißt du. Aber gleich, er war ein riesen Name. Yeah. Und dann eine Woche später bin ich halt gegen den Nung Trakan, der in dieser Zeit auch ein riesen Tier war, mhm. auch gegen den Ole und so gekämpft hat, richtig mal verprügelt worden irgendwo im Dörfli. Weißt du, was ich mhm. meine? Aber was soll es sein? Ich habe meine Erfahrung gesammelt. Ich bin respektiert worden. Spätestens nach Contender haben die Leute auch gesehen, dass ich auch kämpfen kann. Mhm. Dass ich einstecken kann. Und nachdem ist es eigentlich richtig abgegangen. Genau, bis dann ist es ja eigentlich so ein bisschen, okay, ein Schweizer geht auf Thailand, ja. trainiert dort, lebt ein bisschen dort, macht ein bisschen mit Kämpfen. Das, die Geschichte gibt es, die gibt es vielleicht nicht nur in der Schweiz, gibt es Australier und was weiß ich was. Ja. Die leben dort, machen ein bisschen ihre Kämpfe und so. Bis dort ist es ja jetzt noch nicht, ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, aber jetzt noch nicht irgendwie der absolute Hammer. Aber der kommt. Ja. Und der ist dann passiert mit einer Reality-Show. Und dann möchte ich zuerst etwas, weil das finde ich einfach. Das, was mir am meisten gefallen hat an dieser Reality-Show, ist, und da muss ich jetzt schnell aus dem Bild verschwinden, ist das da. Wenn ich es gerade habe. Der Zinov kann gerade etwas weiterreden. Ja, was willst du denn kriegen? Jetzt. Hä? Wurde geil. Das ist Musik von dieser Show. Contender hat es geheissen. Und jedes Mal, wenn die gelaufen ist, ist mir also ein Gänsehaut gekommen. Das ist die absolut. Das hat fast Rocky Musik abgelöst. Vor allem nachher auch mit dem Trailer und so, der dazu. Brutal! Ich bin in dem scheiß Trailer drin, also weißt du, das ist schon geil. Also die Bässe und das Töll. Also im Finale von Contender, in dem riesen Stadion, wo es das hier gebracht hat. Ich glaube, der ist jeder ganze Runde. Also das ist krass gewesen. So ist die Musik gegangen, sehr so ein bisschen. Mit viel Pathos und so. Und genau so war es auch. Man hat plötzlich, also ich kann es nur sagen, in der Schweiz hat man plötzlich gelesen, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, vielleicht Facebook, bin ich da überhaupt schon gewesen bei Facebook, ich weiß gar nicht. Haben wir plötzlich gelesen, es gibt so eine Reality-Show, die gibt es eigentlich schon, Contender, das war eine Box-Show ja. in den USA, ja. dort haben sie es gemacht, so ein bisschen à la Tough, für die, die aus dem MMA selbstverständlich zuschauen. Also irgendwelche Leute, die zusammen da so in einem Haus wohnen, die kämpfen gegeneinander, irgendeiner gewinnt am Schluss, das kennen genau. wir alle schon. Das hat man mit Boxen gemacht. Und dann hat man Contender Asia gemacht. Da kann man es ja nicht mit Boxen machen, sondern man macht es mit Thai-Boxen. Und da hat es wirklich absolut geile Namen dabei gehabt, wie zum Beispiel der John Wayne Parr. Jozen Klein, dann hat es noch Narbonne Fairtex, ein Franzose dabei gehabt, also ja. aus den Nationen, ein Schwed, ein Engländer, ein Amerikaner und so. Und da hat es noch einen Schweizer dabei gehabt. Crazy guy. Der geilste. Der zieht auf Akuma, und für die, die nicht wissen, ich dachte, wer ist denn das? Aber die, die wissen, wer das ist, die haben sofort aufgefallen. Ich dachte, was, wie bitte? Und jetzt habe ich gelesen. Das gibt es ja nicht zweimal, das ist er, oder? Ja. Okay, gut. Und jetzt dank dem Internet, dank dem illegalen Download von vielen Sachen, hat man natürlich können die Show auch hier schauen. Und das ist so, was etwas gefesselt hat. Und die Show hat mich schon vom ersten Moment an, da, das ist eine geile Show. Ja, es war eine Hammer-Show gewesen. Absolut.
Du bist irgendwie reingerutscht, ja. Oder? Aufgrund von, der Ole hätte eigentlich sollen gehen, genau. Hat aber dann aufgrund von der Verletzung nicht können. Genau. Und es wird super dort beschrieben, das werden wir jetzt nicht mehr alles preisgeben, sondern lesen das im Buch. Das ist eine super geile Szene, wie das so ein bisschen gelaufen ist dort. Bumm, du hast den Job bekommen. Fliegst du auf Singapur. Wahrscheinlich ohne gross irgendwie, was hast du gedacht, was kommt auf mich zu? Ja, ich habe schon ein bisschen gewusst, also nicht gewusst, was auf mich zukommt, ich habe gewusst, wer die Kämpfer sind da drin. Mhm. Ich habe ja das auf k1fans.com verfolgt, schon voran, ich habe ein bisschen über die Show gewusst. Ich habe Kämpfer natürlich die meisten gekannt. Und plötzlich ich auf dem Weg da drin. Und ich so, mein Gott, was passiert jetzt? Was kommt auf mich zu? Gegen wer muss ich kämpfen? Will ich jetzt voll drankommen? Also, es sind so viele Gedanken im Moment. Der John Mempar habe ich vom Eurosport kennt, der Jotzan Klei habe ich vom Eurosport kennt, all die, ich habe gelesen, die sind alle irgendwelche Weltmeister in Verband und so. Und ich bin dann noch nicht mal Schweizer Meister gewesen, Mann, und ich bin irgendwie da plötzlich reingekommen und so. Es ist, irgendwie hat es mich sehr stolz gemacht. Mhm. Weil ich habe gewusst, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Der ganze Krampf, der ganze Stress, all das, die Familie müssen verlassen, jetzt habe ich es geschafft. Und ja, ich glaube, was mich so speziell gemacht hat, ist eben mein Kämpferherz im Haus. Ich meine, der Jomi Parr hat mich 6-7 Mal niedergeschlagen. Das war ein richtiger Jojo-Kampf gewesen. Ja, also weißt du, ich sage dir ganz ehrlich, wo ich in dem Kampf bin, ich habe mit dem Ole Larsen, ich habe mich rausgeschlichen. Also, wir haben uns amigs rausgeschlichen beim Rennen und sind ein bisschen ins Internet und so. Und ich habe dann mit dem Ole geredet und ich habe gesagt, mein nächster Gegner ist der John Mempar. Und der hat er gesagt? Und dann, er hat gesagt, sie macht dir überhaupt keinen Gedanken. Kampf einfach. Mhm. Er hat mehr zu verlieren, wie du. Absolut. Und so war es auch gewesen. Und ich habe schon nach dem ersten Niederschlag habe ich gedacht, Junge, bleib liegen. Das tut so hure weh. Und ich sehe nicht einmal mehr richtig. Aber irgendwie hat mein Wille, mein Geist, alles hat irgendwie dagegen gesprochen. Ich bin einfach immer wieder aufgestanden. Also wie von Geisterhand. Mhm. Mein Kopf hat gesagt, bleib liegen, hör auf. Wieso? Mhm. Ist genug. Aber irgendwie bin ich immer wieder aufgestanden. Immer wieder aufgestanden. Und ich bin ja gerade wieder aufgestanden und bin gerade auf ihn los. Mhm. Es ist ja nicht, dass ich mich irgendwie entdeckt habe und versucht, mich zu erholen. Ich bin gerade wieder auf ihn los. Und jedes Mal, wo ich aufgestanden bin, habe ich den John Mempar angeschaut und verschwommen und so. Aber ich habe seine Verzweiflung im Gesicht gesehen. Weißt du, der Typ haut mich die ganze Zeit um. Der hat Leute wie Mike Zambidis in der ersten Runde umgehauen. Mhm. Und ich bin da in der dritten Runde immer noch am Stehen und immer wieder am Kommen, immer wieder am Kommen. Und ich habe sein Gesicht gesehen und ich so, ey, komm, gang. Und ich bin auch nachher, wo ich K.O. in der dritten Runde gegangen bin, haben sie es ja nachher geschnitten, so dass es aussieht, als würde ich länger am Boden liegen. Aber ich bin nach 3-4 Sekunden gerade wieder aufgestanden. Ja. Und der Stefan Fox hat dann von außen gesagt, hey, es ist genug. Die Sicherheit vom Kämpfer geht vor, oder? Ja. Ich hätte keine Chance gehabt. Hast du dann irgendwann gemerkt, okay, den Kampf gönne ich nicht. Aber ich gebe alles, weil das ist etwas, wo mich weiterbringt. Also, ich habe nie gedacht, dass der Kampf... Ich habe bis zu der letzten Sekunde gedacht, ich gönne doch noch. Okay. Ich gönne doch noch. Und ich habe gesagt, falls ich nicht gönne, dann mache ich mir einfach weh. Ja. Ich muss ihm zeigen, dass er nicht einfach da durchläuft, oder? Und ich denke, ich habe zu dieser Zeit im Thai-Box-Market einen Stein angesetzt und die Leute haben mich ja wegen dem kennengelernt. Die Leute haben mich wegen dem respektiert. Ich bin zum beliebtesten Charakter gewählt worden in der Show. Ich bin in einen riesen Rummel hineingekommen. Ich bin plötzlich über dem John Mempar und ich bin zu mehr Interviews eingeladen worden, wie der Jotzan Klei, wo das Turnier gewonnen hat. Ist ja eigentlich auch klar. Wenn man es so ein bisschen anschaut. Weil du bist ja so ein bisschen der Crazy Guy gewesen dort drin. Es hat einen Franzose drin gehabt, das war die super Nervensäge. Der hat eigentlich nie mögen, der war wirklich unsympathisch gewesen. Und du bist ja ein bisschen der Crazy Typ gewesen. Und wenn die Asiaten etwas lieben, dann ist es so ein Crazy Westler, oder? Ja, so einer mit Tätowierungen. So ein Verrückter. So ein Verrückter. Und du bist, glaube ich, der Einzige, der von der Nicht-Heiß auch noch Untertitel in der Du bist untertitelt worden, weil man es Englisch nicht so genau oder weil es ein bisschen unsauber war. Ich bin ohne Englischkenntnis auf Ist Hammer, oder? Ich meine, so fällst du einfach nur auf, oder? Dann habe ich noch angefangen, weißt du,
Das Lustige war ja, wo am ersten Tag, wo ich gekommen bin, in das riesen Hotel, geil, alles wirklich. Ich habe gesehen, ey, die sorgen um mich, wird abgeholt, wird das, gefüttert, Training, dies, das, ja, was brauchst du, sagst du, bla bla bla. Ich so, wow, geil, oder? Champions League angekommen. Ja. Das Geile war ja, ich bin dort reingekommen, ich habe dort schon mein Paar in der Lobby gesehen und ich bin gerade zu ihm angekommen und habe gesagt, hey, darf ich ein Foto mit dir machen? Und er so, du bist doch da der Kämpfer, der heute neu kommst. Ich so, interessiere mich nicht, ich will jetzt ein Foto mit dir. Ja. Oder? Dann am ersten Drehtag, also für meinen ersten Drehtag, die haben ja schon alle gedreht und so. Yeah. Ich bin ja dann gerade als Letzte gekommen. Sind wir in so einem Raum gesessen alle zusammen. Dann müssen still sein und einer ist immer so vor die Kamera angeguckt und hat müssen so ein Interview geben. Und wir haben das halt ein bisschen mitbekommen, was die da wollen von denen, oder? Und dann hat der andere gesagt, erzähl uns, was Muay Thai für dich ist, oder? Und alle sind so, weißt du, Muay Thai is my life, Muay Thai is my world, Muay Thai is my love. Also alle sind so hure streng und aggressiv vor die Kamera angucken. Und alle haben ja irgendwie schon gesagt, was ich mir auch gedacht hätte zu sagen, weißt du? Und ich bin vor die Kamera angekommen, ich habe die ganze Zeit studiert, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Und dann hat er mich die Frage gestellt, aber er hat noch nicht, also ich habe gedacht, der Film noch nicht, weil ich bin noch da unbeschwingt gewesen und alles drum und dran. Sagt er, hey, you have to say later this and this and this. Und ich sage, yeah, Muay Thai is for girls. Boom. Und der, yeah, genau das, das müssen wir haben, das will ich. Ich so, nein, Mann, das ist nur ein Scherz. Also nein, das behalte ich jetzt gerade, das schneiden wir später. Ich so, oh mein Gott, und die Leute haben und die Kampf haben mich alle angeschaut. Yeah. Wie ist denn der drauf, weißt du? Und irgendwie habe ich mir halt da immer, also. Ich habe mir immer gesagt, egal was in dieser Sendung passiert, egal was in dieser Show passiert, ich muss mich selber bleiben. Solange ich kann in den Spiegel schauen kann und sehe, das ist der Zidov, ist alles okay. Ob sie dich lieben oder dich hassen, darf dich einfach nicht interessieren. Jetzt gibt es ja viele bei den Reality-Shows, wo man sagt, ja, komische Kamera, sind sie etwas völlig anders gewesen, komische Kamera wieder ausgeschaltet worden, bumm. Hat sich Persönlichkeit wieder verändert. Ja. Da kann man sagen, das war bei dir nicht so gewesen. Du bist also der, die Leute, die mich ja auch kennen, die genau. Wissen, dass ich genau so bin. Also ich habe nicht gedacht, das ist der Zeit, den ich kenne. Ja, das ist so. Der ist nicht anders, ja. Der ist genau so. Ja. Ob er jetzt da in Singapur im Contenderhaus ist oder irgendjemand in Zürich in der Spund ist, ja. Das ist genau gleich. Es ja. Ist ja so. Und ich bin einer von den wenigen gewesen in der Show. Das ja, ist, genau. Weißt du, das ist... Jotzan Klein, Aruponda sind ja die zwei Teils, die sind schüch, die sind auch ganz sich selber gewesen, wie sie sonst sind. Der Rafik hat halt ein bisschen die grosse Klappe gerissen die ganze Zeit und so. Es hat von jeder Person ein bisschen etwas drin gehabt, oder? Aber ich bin einfach, ich wollte mich selber bleiben, ich habe mich selber... Aber es hat ja, sagen wir mal, so ein bisschen zwei gehabt, die eigentlich aufgefallen sind, oder? John Wayne Parr und Jotzen Klein und all die sind natürlich sehr ruhig gewesen und sehr ernsthaft und sehr auch professionell, muss man sagen. Ist klar gewesen. Aber ich meine, die fallen nicht auf. Es hat zwei, du hast es angesprochen, der Rafik, der ist einfach super negativ aufgefallen, hat Lampen angefangen mit dem Jabbar Askerov und so. Und mit dem ist es jetzt nicht so gut, wenn man mit dem Lampen anfängt, aber es fällt sicher auf und es gibt sicher Action und so. Und du? Und du bist ja... Auch crazy gewesen, aber nicht crazy im Sinne von, ah Mann, nicht mal den Mund zu, sondern crazy gut. Ja, also, ich bin, eben wie schon gesagt, ich bin einfach mich selber gewesen und das haben die Leute sehr respektiert. Dann haben wir so zwei Teams gehabt und dann hat man auch noch einen Team Captain hat man gewählt und dann plötzlich bist ja du plötzlich auch noch Team Captain geworden. Und man dachte, jetzt wird es ja unglaublich. Ja, es ist, also die ganze Geschichte im Contender ist halt verdammt krass, da kommst du als Black Horse in Nobody, dann bist du plötzlich der Team Captain. Dann werde ich an dem Tag, wo ich Team Captain geworden bin ich der Entscheidende, der in dem Game, das wir immer gemacht haben, mir völlig hinein reinliegen, dann noch den John Wayne Parr einholen, dann noch das Ding umdrehen, mir das Game gönnen und so und ich vom Team Captain am gleichen Tag zum Held, nach einer Losing-Serie, weißt du, wo wir verloren haben, viele Games und so. Plötzlich bin ich dort im Mittelpunkt von Singapur und jeder Produzent, jeder an der Kamera hat gesagt, Mann, Zidov, danke, dass du zu dieser Sendung gekommen bist. Danke, Stefan Fox ist zu mir und hat gesagt, Mann, Zidov, ohne dich, und das sagt er ja auch im Fernsehen die ganze Zeit und auch in der Werbung und so, ohne mich wäre einfach Contender nicht das gewesen, was es gewesen ist. Und
irgendwie macht mich das so stolz, dass ich sehe, dass ich mit meiner Personalität zwar ein Arschloch kann sein, aber auch ein guter Mensch kann sein und etwas vor allem kann bewirken. Mhm. Weißt? Mhm. Und das ist, wieso ich weiterhin mit Jugendlichen arbeite, mit Kindern arbeite, mit meinem Team arbeite, mit wem auch immer ich zusammen arbeite. Ich weiss, dass die Leute mich schon so respektieren, schon so ins Herz geschlossen haben, dass ich immer mich selber bin, dass ich das einfach, das ist etwas vom schönsten Gefühl von der Welt. Das ist sogar besser als jeder Titel, den du kannst gewinnen kannst. Und von denen gibt es genug in der Schweiz. du bist zum Teamcaptain genannt worden. Dann hast du auch deinen Kampf, den hast du können wählen aufgrund von dem, oder? Und dann habe ich gedacht, jetzt macht es recht gescheit. Jetzt nimmt er eigentlich nicht irgendeine riesen Nummer und sagt irgendwie, oh, Ehre und das weiß ich was. Sondern du hast den Lokalmatador, der aus Singapur, der, ja, sagen wir mal, auf dem Papier. Gleich Level war wie. Gleich Level? Ja. Wahrscheinlich. 15-17 Kampf bin ich ja dort reingegangen. Genau, eben. Du nimmst den, wo eigentlich sagst, wieso soll ich irgendwie so einen riesen Hotshot international nehmen? Das bringt mir doch nichts, nein, im Moment. Ich fange mal locker an und nehme den, der so gleich viel Kampf hat wie ich. Und den hast du geschlagen. Und jetzt war es damals so gewesen, beim Contender, ist der, der verloren hat, es ist nicht so wie beim TAF, dann trainiert er einfach weiter. Nein, das ist Haus, sondern, wenn man den verloren hat, hat man müssen heim packen. Okay. Das, und das ist, glaube ich, gerade dann, also... Gerade nach dem Kampf, duschen, umziehen, Zeit packen. Danke, hi. Ciao. Dann ist die Szene gekommen, wo sie dann den Roller dann runtergelassen haben und noch etwas gesagt haben. Scheiße, oder was weiß ich was, ich gehe jetzt zurück zu meiner Familie. Das habe ich in der Blasch, habe ich immer gehört. Und so. Und aufgrund von dem, dass du natürlich noch länger drin bist, was passiert? Deine Popularität wächst natürlich auch noch. Ganz klar. Bei dem zweiten Kampf ist es dann natürlich dann so wie gekommen, dann hast du gegen den Best quasi müssen, oder einen von den zwei absoluten, ja, Top-Dogs, von dem, ja, man gewusst hat, der ist wahrscheinlich im Finale, John, ja, Wayne Parr, genau, hast du müssen kämpfen. Wie du bereits vorher gesagt hast, den Kampf hast du verloren, hast du dann müssen gehen. Und, aber wir haben dann einfach die Show weitergeschaut, ohne den Zeitoff, aber für den Zeitoff ist die Show in dem Sinne nicht fertig gewesen. Nein, für mich ist sie erst richtig gut losgegangen. Für dich ist sie erst richtig losgegangen. Erstens einmal bist du dann doch mal plötzlich auftaucht wieder in einer Staffel. Und zwar, wie ist die Geschichte gewesen? Hast du irgendwo, bist du vor das Haus gestanden, hast du irgendwie aufgerufen oder irgendetwas? Irgendwie hat es doch irgendwann mal etwas eingeblendet. Das war im Finale gewesen, also in der Finalstaffel haben sie das noch ein bisschen eingeblendet und so. Ja, irgendetwas, ja, bist du irgendwie, ich bin raus, ja, wieder mit Frauen und, ja, so. Irgendetwas. Ich habe dann schon mit ein paar noch Zugriff, dass ich noch Frauen mit heimnehme und so. Ja. Unglaublich, ja, weil so etwas, das... Ja, ich meine, ich habe John mein Paar vor dem Kampf gesagt, dass ich ihm einen Highkick in den Kopf verpasse. Okay. Also ich bin ganz ich selber gewesen, weißt, ja, was mir im Kopf reinkommt, ja, ist, ich bin ja nicht beleidigend, ja, gewesen. Weißt, der John mein Paar hat gesagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gegen den Zidov wird kämpfen, den nächsten Kampf. Und dann habe ich gesagt, ja, besser nicht, weil ich hau dir den Kopf, oder? Ist halt ein bisschen, weißt, ein bisschen provozieren, yeah, ist ja cool und so. Yeah. Und ich bin auch mit dem Glasse neben dem hergehockt, wo er im Schweizer Zug am Joggen war und hat sein Gewicht machen und ich am Glasse biegen, weißt du, ich war Untergewicht. Yeah. Zu dieser Zeit in der Show. Aber eben, das gehört alles dazu. Genau. Da hast du ihn sicher ein bisschen zum Studieren gebracht. Ah, oh ja, das sowieso. Ja, ja. Das sowieso. Ja, ja, man hat es auch gemerkt, so ein bisschen. Es ist ihm, weil so ein bisschen auf dem Papier ist es eigentlich er mit seinen fast 100 Kämpfen oder so. Muss er die eigentlich wegputzen, aber aufgrund von dem, dass er dich sieht und so ein bisschen, hat es noch eine Verunsicherung. Ja, was läuft da? Ja. Und so. Dann hat man die Sendung geschaut und so. Und meine, wir haben das einfach runtergeladen, die Folge, wir haben das können schauen und so. Es war super interessant gewesen, wie gesagt, super geil. Gut, es ist natürlich dann ein bisschen Knick gekommen nachher, oder? Nachher sind so ein bisschen die ernsteren Charaktere gekommen. So ein bisschen mühsam geworden, hat man sich mehr so ein bisschen auf Kämpfe gefreut, ein weniger auf Zeitaufaction oder untertitelte Sprüche von dir. Ja. Und dann plötzlich haben sie mal die Einschaltquote rausgelassen. Und dann haben wir sagen, wie bitte? 500 Millionen Leute haben das geschaut. 500 Millionen! Das sind mehr als die USA Einwohner hat. Ich meine, das sind Fernsehquoten, wo sich sogar die grossen vier Gesellschaften in Amerika würden die Finger lecken dran. 500 Millionen Leute haben das gesehen. 500 Millionen Leute haben dich gesehen.
Ja, das ist krass. Das ist wieso gibt man nicht jeden Dollar, den ich jetzt rein habe? Das ist wahnsinnig. Das ist absolut crazy. Ja, das ist krass. Kannst du das beschreiben? Was ist nachher für ein Rum losgegangen? Ja, eben, die Sendung ist ja gedreht worden in Singapur. Mhm. Dort konnte ich mich fast nicht bewegen, wenn ich dort war. Mhm. Dann in Malaysia war natürlich auch ein riesen Rummel drum. Südkorea. Überall, wo ich hin bin, an Kämpfe eingeladen worden, haben natürlich die Leute Fotos mit mir machen. Mhm. Die Leute haben natürlich auch gesehen, dass ich mich um meine Fans kümmere. Ich bin nach dem Kampf, egal wie dran dass ich gekommen bin, angestanden, schnell eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fotos mit den Leuten gemacht, die wollen. Mit diesen Geräten, weisst du, und dann mich duschen, oder? Obwohl mir die ganze Zeit alles weh hat und so. Aber eben, ich bin dann immer mehr herumgereist. Ich bin in Los Angeles gekämpft, ich bin in Brasilien gekämpft, ich bin in Europa gekämpft, ich bin auf jedem Kontinent auf dieser Welt. Bin ich am Kämpfen gewesen, ich habe gegen die besten Leute von diesen Ländern gekämpft. Australien, Amerika, England, Neuseeland, Südafrika. Also wirklich, ich habe Champions League geshootet. Hoffen wir. Ja, es ist... Und ich habe zum Teil, ja, weißt du, viele Leute sagen, ja, du hast sehr viel verloren und in YouTube siehst du immer die Videos, die du verlierst, ja, weil die Wichser immer die Videos rein tun, die ich auf die Fresse bekomme, yeah. Oder? Und die Videos, die ich gönne im YouTube, die sind irgendwie mit anderen Namen drin und so Sachen, weißt Ja, und im Thai-Box ist es sowieso, ich meine, sogar super Cracks und Champions habe ich mir 20 Mal verloren. Das ist völlig normal. Ja, das ist nicht so, wie irgendwie man muss 45-0 sein oder sondern, das gibt es auch bei uns nicht. Das ist easy. Nein. Jetzt, das ist einmal das eine, der Kampf, bist du eingeladen worden, da, dort und so gekämpft. Was ist sonst so ein bisschen medienmässig und so? Also, wo plötzlich, plötzlich Interviewanfragen ohne Ende oder musst du da irgendwie... Ja, plötzlich war mein Facebook überfüllt, keine Leute mehr annehmen. Ja. Ich musste eine Fanpage machen, zweites Facebook anmachen. Ja. Dann ist mal meine Fanpage zusammengebrochen, weil das gerade in der Zeit war, wo das neu gekommen ist und so. Habe ich über 5-6'000 Leute Fans verloren irgendwie dort. Habe ich das mir so wieder aufgebaut, das ist wieder schnell gegangen. Also es ist schon E-Mails bekommen, alles Mögliche. Es war ein riesen Rummel gewesen. Mich hat immer wollen, jede Sendung hat wollen Interview mit mir machen, obwohl andere bessere Kämpfer rum gewesen sind und so. Und es ist halt... Es ist irgendwie lustig, weil in Samui am Flughafen hat mir mich der David Beckham auf Muay Thai gerufen. Also immer wenn ich irgendwo, ich bin ja ziemlich jeden Monat am Reisen gewesen, und dann sagt, David Beckham auf Muay Thai is coming again, weißt du? Okay. Und haben so ein bisschen Spassli gemacht und so. Ist ja lustig gewesen und er ist ja kein Hässlicher und so, von dem her ist das nicht irgendwie cool gewesen und ich habe voll das Leben genossen und ich habe auch ein bisschen einen Höhenflug in dieser Zeit. Ich dachte, ich muss nicht mehr trainieren, weißt, ein bisschen Party machen. Dann habe ich halt ein paar Fressen bekommen in den Kampf und habe gesagt, oh, das lernen wir lieber mal wieder, oder? Meinen Weg dann wieder eingefunden und so und meinen Weg dann auch so durchgezogen. Wie war denn das für dich? Ich meine, da ist der Bub aus Adliswil, wird plötzlich in die Welt raus katapultiert, in die riesen Medienwelt, wo auch nicht immer alles positiv ist und so. Wie gehst du mit ihm? Voll easy. Okay. Voll easy. Also, ich habe mit dem Jabba ein Zeitchen lang gelebt. Ja. Wir haben zusammen trainiert, wir sind gute Kollegen. Und bei ihm kannst du auf YouTube schreiben, auf einen von seinen Kämpfen, du siehst sehr hässlich aus oder du bist sehr scheiße, der wird dir zurückschreiben, er verfolgt dich, er wird dich töten, komm doch dort an. Also, der regt sich voll auf. Ich bin einfach so ein Junge. Ich schreibe dann meistens zurück, ja, geh du morgen in dein Büro wieder und ich gehe an den Strand und schicke dir ein Foto und so zu sagen. Weißt du, was ich meine? Ich tu den Leuten so mehr weh, den Negativen. Und wie vorhin schon gesagt, weißt du, Haters make me famous. Ja, logo. Das sind meine Fans und ich liebe die. Das ist einfach so. Alle Haters, die sagen, ja, der ist ein Pfeife, der hat das nicht verdient, der hat nein. Weißt du, sage ich, okay, schön, ich danke dir. Sag doch das. Du machst mich genau das, was ich bin. Das meint man eben zum Teil so, der hat jetzt Glück gehabt und ist jetzt so ein bisschen zum richtigen Moment am richtigen Ort gewesen. Stimmt ja auch. Ja, aber man muss, zum dort hinzukommen, zum an den richtigen Ort hinzukommen, muss man auch etwas schaffen. Nein, ja, also, schau, ich habe Glück gehabt in vielen Sachen in meiner Karriere, aber ich bin durch Scheiße gelaufen, um an das Glück hinzukommen. Genau. Weißt du, was ich meine? Ich habe meine Familie in der Schweiz müssen verlassen.
ich bin die ersten 3,5 Jahre gar nicht zurückgekommen. Ich habe meine Familie gar nicht gesehen, die ersten 3,5 Jahre. Kein Geld gehabt, kein nichts. Das ist erst nachher gekommen, weißt du, mit Sponsoren und alles drum und dran. Die Leute vergessen das, dass ich da ohne Englisch und ohne Thai auf Thailand bin und dort Sachen sprach und weiss nicht wo gepennt habe und wie und was und alles drum und dran, wie viele Stunden dass ich in das Training investiert habe und alles drum und dran im Regen und weiss doch nicht was, oder? Hey, das, wenn es so einfach ist, wieso sind denn ihr immer noch am Haten irgendwo? Ja, egal, soll jetzt doch machen, was sie wollen. Ich unterstütze jeden, der mich unterstützt. Wenn der hilft, braucht ich Hilfe immer. Das ist es. Und so werde ich auch immer bleiben. Ob sie mich hassen oder lieben, habe ich schon im Contender gesagt. Ich habe den Jungs ganz klar gesagt, ich habe Jungs, ich bin so wie ich bin. Ihr mögt mich, dann bin ich sehr froh. Wenn ihr mich nicht mögt, bin ich auch froh. Bist du nicht ganz mit leeren Händen schlussendlich aus Singapur zurückgekommen? Ich habe ein Kind. Hast du ein Kind? Ja. Mit nicht einfach irgendjemand, den du in einer Bar kennengelernt hast. Vielleicht hast du in einer Bar kennengelernt, aber nicht so. Sondern ist eine bekannte Frau. Sängerin. Eine Sängerin aus Singapur. Ein Kind. Wo lebt das Kind? In Singapur. In Singapur. Ja. Wie oft siehst du es? So oft wie möglich. Jetzt ist es halt ein bisschen wegen dem ganzen Rummel und Buch und drum und dran ein bisschen vernachlässigt worden, ja. Aber ich meine, die paar Männer, die wir uns jetzt nicht gesehen haben, die müssen wir jetzt wegstecken, ja. Und in Zukunft schauen. In Zukunft wird das wieder mehr kommen sein, wenn alles so einschlägt, wie wir uns das erwünschen mit dem Buch, die vielleicht Verfilmung, wo wir jetzt dran sind, von dem Buch, von den Sponsoren, die sehr begeistert sind, von was ich mache und so, McFit und so Sachen, wo ich am Reden bin, das ist eben schon geil. Also wenn das alles ein bisschen klappt, und dann habe ich auch mehr Zeit für meine Tochter, dann kann ich sie mehr zu mir holen, ich kann mehr zu ihr gehen. Kommt sie dich in Thailand besuchen? Ja, sie war schon in Samui, wir haben eine super Zeit in Samui. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu ihrer Mutter? Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ist klar, wir haben uns getrennt und so. Aber irgendwann mal habe ich ihr dann auch erklären, hey, look, es geht da nicht um mich und dich, es geht um unser Kind. Schauen wir das unser Kind. Was du im Privaten machst, interessiert mich nicht. Was ich mache, interessiert dich nicht. Machen wir das auch. Und irgendwie haben wir uns super gefunden. Wir reden miteinander. Wir sind super Kollegen miteinander geworden. Von dem her ist alles am Schnürli tipptopp dort. Ihr zieht quasi eure Tochter auf. Als Team. Ja, sozusagen. Ja, sicher. Und sie ist ja auch schon ein bisschen in die Fußstapfen von ihren Eltern getreten. Sie ist nämlich sie ist schon lange aus den Fußstapfen draussen. Sie hat schon auf der Überholspur. Sie ist ein Kindermodel, oder? Ja. Da kommt sie auch ein bisschen rum. Hat sie jetzt guten Aussehen, hat sie jetzt von der Mutter oder vom Vater? Ja, sicher vom Vater. Wie ist es so ein bisschen, wie ist es so ein Charakterzug? Erkennst du dich da ein bisschen wieder oder musst du sagen? Ja, es ist eben schon, weißt du, umso älter, dass sie wieder kennst, schon den Mr. Sidofakuma ein bisschen. Aber es ist 5 jetzt, das ist ganz normal. Also so wie ich mich sehe, ich bin sehr ein cooler Vater. Das kann ich mir vorstellen. Ich lasse sie vieles machen, selber erleben. Wo halt ihre Mutter ein bisschen ist, die ein bisschen ängstlich hat, lass sie nicht dort ins Becken von Wasser. Ich so, ja, lass sie doch, soll sie reinfliegen. Ich bin einen Meter davon weg, versaufen tut sie nicht. Oder, weißt du, was ich meine? Sie soll das nur lernen. Und dann fliegt sie ins Wasser und dann ist sie draußen, hat sie einen Schock und nächstes Mal geht sie nicht mehr so nach ins Wasser. Also, weißt du, ich bin so wie ich bin. Ich alles müssen selber erfahren. Wenn ich es nicht gesehen habe, nicht erfahren habe, habe ich es nicht geglaubt. Oder? Ja. Und ich bin genauso mit meiner Tochter und es funktioniert tiptop. Es gibt ein schönes Bild auf Facebook, wo du so im Schneidersitz Pratze hebst und so, ist sehr schön. Ja, also ich habe sie jeden Tag mit ins Gym genommen, dort ein bisschen Pratze gehabt, sie hat halt ein bisschen als Kind reingehauen, hat ein bisschen Spass daran gehabt, aber jetzt ist sie im Karate-Training in Singapur, dreimal in der Woche. Ich tue das voll bestätigen, ich bin voll da hinter der Mutter, dass sie das macht, das soll sie nur machen. Ja. Super, also ich kann nicht klagen. Wie sieht sie ihren Vater so? Findet sie? Ja, ich denke, es ist noch zu klein, zum, weißt, da, sie ist sehr, sehr ängstlich, wenn ich in den ersten paar Stunden mit ihr zusammen bin. Ist halt normal. Ja. Aber sobald ich das iPhone für ihr nehme und sage, mach mal ein paar Fotos und so, ist sie voll begeistert und liebt halt ihr Dasein und der Papa und wenn Teddybärchen dann für ihr kommen und so.
Mein Traum ist einfach, ein bisschen mehr sie zu sehen, ein bisschen mehr sie können auf Koh Samui zu holen oder ich dort hingehen. Aber das wird jetzt hoffentlich in Zukunft auch besser sein. Absolut. Wie siehst du dich denn so in dieser neuen Rolle? Jetzt bist du Vater, jetzt ist nicht nur mal das Juhe und für mich und für sonst muss ich für niemanden mehr schauen. Jetzt hast du plötzlich auch ein bisschen Verantwortung, oder? Ja, mein Kind ist jetzt 5 mittlerweile, jetzt wird es immer mehr und mehr und mehr. Ich bin natürlich wie jeder Vater auf der Welt, der überglücklichste Mensch. Mhm. Jeder, der ein Kind hat, jeder, der Vater wird, der ist der glücklichste Mann auf dieser Welt. Ich fühle mich so, wenn ich mein Kind nur sehe, nur schon Fotos von ihr anschaue, wo ich immer wieder im Internet, Facebook und so sehe, denke ich mir, mein Gott, ich habe doch etwas Gutes gemacht in diesem Leben. Also es erfüllt mich voller Stolz, voller Freude und es ist einfach mein Ein und Alles. Wow. Ja. Familie? Deine Eltern leben in Slowenien? Also mein Vater ist mehr in Slowenien, aber auch da in Adliswil. Meine Mutter lebt hauptsächlich da in Adliswil. Ja. Die sind zusammen, aber mein Vater hat halt pensioniert, lebe in Slowenien, weißt du, das ist auch ein riesiges Leben und so. Ja. Du sprichst deinen Bruder im Buch an, er kommt ein paar Mal vor, relativ selten und so, dass er ganz ein anderer Typ ist als du. Ja, wie ist jetzt deine Beziehung zu deinem Bruder? Mehr brüderlich. Ja. Ja, mehr brüderlich. Also ich habe mehr Kontakt mit ihm und so. Aber irgendwie ist das halt immer so, er ist mein Bruder, ich bin sein Bruder. Er hat sein Leben, ich habe mein Leben. Und ich halte mich draus aus seinem Leben. Natürlich, ich besuche ihn, wir reden miteinander, wie es einem geht und so. Aber eben, mein Bruder, der Verräter, ist ja jetzt Polizist. Gottes Willen. Er ist nicht richtig Polizist, aber er hat mit Polizei zu tun und so. Okay. Er macht sein Ding, ich bin stolz auf ihn, was er macht. Ich denke, er ist stolz auf mich, was aus mir geworden ist, im Gegensatz zu früher. Ja. Ist ein gutes Verhältnis. Familie steht hinter dir jetzt zum also meine der Mutter, neue Zeitdorf ist jetzt nicht mehr, der ist schon meine Mutter ist immer hinter mir gestanden. Okay. Auch wo ich der Gangster gsi bin und auch wo ich im Knast und auch wo ich Drogen genommen und verkauft habe. Meine Mutter ist immer hinter mir gestanden. Darum würde ich, für meine Mutter würde ich töten. Ist einfach so. Meine Mutter ist wie mein Kind, mein Ein und Alles. Ja. Mein Vater ist halt der Strenge gsi, der alte Jugo. Alte erzogene Jugoslawen, Ex-Jugoslawen. Mein Bruder ist halt noch ein bisschen in seine Richtung. Ja. Aber du merkst das schon natürlich, dass da Erleichterung ist, dass die stolz sind. Jetzt auch, weißt du, mein Vater ist der stolzeste Mensch in Slowenien, wenn er denen Leute das Buch sagt, obwohl die gar kein Deutsch können und so, weißt du. Das ist noch lustig, aber eben das macht mich dann auch stolz, weil ich es dann gesehen, ich habe es geschafft. Ja. Ja, das ist extrem. Und wenn du deine Mutter mehr lächeln siehst, wie der Brüller, hast doch, ist doch das alles wert gewesen. Das ist auch ein schöner Satz in deinem Buch, ja. Zukunft sieht für dich so aus, du bist noch DJ, das ist auch noch etwas. Also DJ ist, ich liebe Musik. Ja. Also ich finde, Musik ist etwas vom Wichtigsten im Leben, das kann dir das Leben retten sogar. Ja. Ich habe ja früher da schon gerne Partys gehabt und so. Und ich habe gedacht, in Koh Samui, dort wo ich lebe, wieso soll ich nicht den Flair von Zürich, von der Partyszene, ein bisschen auf Koh Samui bringen und ein bisschen von da kopieren und dort einsetzen. Und es hat sich ergeben, dass das sehr angekommen ist an den Leuten. Und dann habe ich gedacht, wieso mache ich das nicht ein bisschen als Hobby? Dann habe ich ein bisschen vom ganzen Thai-Boxen kann ich abschalten ab und zu. Und das brauchst du auch, einen Ausgleich, oder? Und da ist Musik das Beste. Genau. DJ, ein Buch. Du hast es angesprochen, Fernsehen, eventuell einen Film über dein Leben. Promoter jetzt neuerdings auch noch. Kann man jetzt da schon so ein bisschen einen Weg sehen, dass du dich so ein bisschen anfängst, weg vom Kämpfen zu orientieren, mehr so ein bisschen aufs Leben nach dem aktiven Sport? Also ich sag's ganz schnell so, das Licht above the ring geht langsam aus. Ja. Also meine Skiwerfer gehen aus. Ja. Das ist
Jetzt im Moment ist es noch sehr schwierig, weil ich bin immer noch 32, ich könnte immer noch jenste Kämpfe machen. Ja. Und ich kann es kaum erwarten, wieder in den Ring zu steigen. Ja. Aber Gesundheit geht vor, mein Knie ist verletzt, ich habe Verdacht auf Kreuzbandriss. Ja. Das ist nicht einfach, speziell im Thai-Boxen, wo du festheben darfst, klammern darfst und so, reissen darfst, laufen darfst mit dem Bein in den Arm und so. Was willst du machen? Ich will Trainer werden, ich will mein eigenes Team haben, ich möchte meine Kämpfer haben. Ein Traum ist natürlich mein eigenes Gym, aber ich habe gesehen, dass das Gym viel, viel Arbeit ist, viel Stress ist, wenig reinkommt, vor allem für Finanziellen und so. Und da habe ich mir halt mit dem Stefan Fox und mit dem WMC zusammengesetzt und habe gesagt, hey Jungs, wo seht ihr mich jetzt? Ich bin sofort Sport is your gang, Muay Thai ist against Drugs Botschafter gewählt worden, dort werde ich viel eingesetzt. Dann haben sie mir zugelassen, mein eigenes Team im WMC Lamai Gym zu machen. Mhm. Also Team Sidov, aber unter dem Namen Lamai Gym. So in der Untersektion quasi. Genau, und das ist auch nicht überall der Fall und wird das zugelassen. Also kannst du mal versuchen, in Camp Samarit zu gehen und sagen, du machst dein eigenes Team in dem Gym, lass es dir aus, oder? Ich promote, das war jetzt das erste Mal in Deutschland, Erfolg war. Wie die meisten wissen, die promoten, dort ist nicht viel Geld drin zum Verdienen. Dort verlierst du meistens Geld. Wenn du eine kleinere Shows machst und nicht die grossen Sponsoren alle anziehst und so. Aber auch dort haben wir wieder etwas ins Thai-Box reingeholt, was es vorher noch nie gegeben hat. Rubin-Champion. Diamond Champion, also Diamant. Das habe ich gelesen, da habe ich ein bisschen Smaragd Champion und noch irgendwie einen Kieselstein Champion. Genau, also. Was sind denn das? Die Geschichte ist schon lustig eigentlich. Okay. Mein Manager, der Florian Pauli, der auch mit mir zusammen das Buch geschrieben hat, ist mein Manager. Er ist ein Businessman. Mhm. Der ist per Zufall auf Thailand in mein Gym gekommen und weil er ja ein Deutscher ist, haben wir uns angefreundet, miteinander Zeit verbracht. Er hat über meine Geschichte von Contender, von meinen Gangsterzeiten mitbekommen, vom Gym und so. Und er war voll fasziniert von mir und hat gesehen und alles drum und dran. Und dann hat er mich eines Abends, wo wir ein bisschen angetrunken waren, hat er mich mal gefragt, was eigentlich jetzt mein Traum ist. Weil ich habe ja meinen Traum erfüllt mit Contender. Ja. Ich bin dort, wo ich wollte sein. Und ich gesagt, weißt du was, eigentlich wäre es ein Traum, ein Buch zu schreiben. Und er so, ja. Was denn? Ich so, ja, über mein Leben. Mhm. Und er so, ja, wer interessiert das schon? Und dann ich so, ja, aber weißt, wenn die Leute mein Buch lesen, wo früher gedacht haben über mich, der schafft das nicht. Mhm. Und jetzt lesen sie, der hat das geschafft. Und auch die Schweiz hat mich zu dieser Zeit nicht viel unterstützt. Also weißt, im Sportlichen, ich habe kein Geld bekommen, ich alles musste selber machen. Also nicht viel, wahrscheinlich gar nicht, oder? Gar nicht, gar nicht. Und ich wollte auch zeigen, dass ein schlechter Mensch wie ich zu dieser Zeit kann ein guter Mensch sein, einfach muss gefördert werden, ein Vertrauen zu ihm aufgebaut werden. Und der war so fasziniert gewesen und der hat gesagt, ich habe einen Kollegen, der schreibt Bücher, Politikbücher aber. Ich rede mit dem, 6 Wochen später sind sie da gewesen, haben gesagt, wir haben, weißt, die haben ja so ein Manuskript gemacht, so ein kurzes, um an den Verlag zu schicken und so. Und dann haben wir das auch ganz viele Verlage geschickt. Und plötzlich heisst es, wie Mara Füssli, wir machen das Buch. Und wir sind alle irgendwie like, wow. Mara Füssli. Mara Füssli macht das Geld von der Schweiz. Ich habe Schweizer Geld verfälscht. Weißt du? Stimmt. Mein Vater hat bei Mara Füssli gearbeitet. Mein Bruder hat dort Lehre gemacht. Ja. Weißt du? Wow. Und jetzt machen sie meine Biografie. Und es ist einfach... Eben, wie gesagt, ein neuer Traum in Erfüllung gegangen. Ja. Der Florian, der mit mir das geschrieben hat, der Leute mir auch ganz aufgeregt von Deutschland. Ja, wir kommen, wir haben es geschafft, wir haben einen Vertrag, du musst unterschreiben. Wir kommen, wir gehen nach Ubon, wir gehen nach Singapur, wir gehen nach Koh Samui. Ich will das erleben, ich will das sehen, wo du warst. Ich muss das Feeling kriegen, weißt du, zum alles drum. Ich so, okay, das ist ja gut, dann habe ich ihn mal gepackt in die Schweiz und habe gesagt, du willst das Feeling. Dann gehst du aber auch in den Ring und kämpfst du, so wie ich. Und dann hat der Businessman von Dubai, der sonst Tausende von Franken im Monat verdient, sich für einen harten Kampf vorbereitet und ist in den Ring gestiegen. In Koh Samui.
und hat nach der zweiten Runde einen riesen Ellenbogen bekommen. Cut. Hat knapp nach Punkt verloren. Ein riesen Schlag war, wie mein erster Rookie Night Fight, der Franzose, den du gerade vorher gesagt hast. Ähnlich, aber er hat durchgebissen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Rematch da in der Oberstein, wo er daheim ist. Und plötzlich kommt er mit der Idee und sagt, hey, ich habe Sponsoren versucht, für den Event aufzutreiben. Diamanten, dort hat sie all die Minen, wo das rausgegraben wird. In der Oberstein ist sehr bekannt für Schätze und so dort. Also, die wollen uns aber kein Bargeld geben und kein Geld geben für den Event. Ich so, ja, was sponsert es denn? Die haben gedacht, die haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Und dann habe ich gedacht, wir machen doch um einen Gürtel. Und ich so, was willst du da für einen Gürtel machen? Also, wir wissen, weiss noch, reden wir doch mal mit dem Stefan, was da für Möglichkeiten wären und so. Und dann hat man vom Intercontinental Champion, das ist ja noch, wo viel gekämpft wird, ist ja kein Weltmeister oder Europameister, das ist so ein kleiner Prestige-Titel, haben wir gesagt, weißt du was, wir ändern den um und nehmen einen Rubin, der Sponsor, der den Rubin steigert, machen wir einen Rubin-Champion, der Smaragd ist der Smaragd-Champion, die Diamant-Firma, die den Diamant gibt, ist der Diamant-Champion und wir haben das Vorschlag am Stefan geschickt und er hat gesagt, nichts dagegen einzuwenden. Er hat mit dem Sim-Chef geredet, der ist ja Thai und so. Der hat gesagt, super Idee. Dann haben wir die Gürtel anfertigen lassen, die richtig echten Steine reinbasteln in die Gürtel. Also richtig, die Sponsoren haben sich wirklich voll dahinter gepflegt. Der WMC hat die Gürtel geschickt, Steine reingemacht und so haben wir jetzt ein neues Konzept aufgebaut. Der Gürtel ist fast 5000 Euro wert. Dort hat es jetzt einen Diamanten, also der, der Diamanten-Champion ist. Genau. Wir haben das jetzt einfach so abgemacht, dass wenn du Weltmeister wirst in WMC, dann musst du 3 oder 5 Mal den Titel verteidigen, dann darfst du den Gürtel behalten. Okay. Bei WMC für den Weltmeister oder den Europameister ist das so. Wir haben gesagt, weil der Gürtel so viel Wert hat, machen wir noch 3 Mal, verteidigst den Gürtel, darfst du ihn behalten. Ja. Okay. Und das ist etwas ganz, also weißt du, es ist... Zuerst haben die Kämpfer gesagt, ja, was dürfen wir nicht behalten? Weil ich gesagt habe, dass der Gürtel 5000 Euro wert ist, mehr als ihre Kampfgagen, die sie bekommen haben. 3 Mal mehr wert sehr wahrscheinlich, mehr als das, was sie bekommen haben, weißt Jetzt sind alle am Diamant rausgeknübeln dort, oder? Nein, die haben den Gürtel nicht dürfen mitnehmen. Ah, okay. Den Gürtel darfst du anlegen, darfst Fotos machen, nächsten Tag haben wir sie abgeholt, Fotoshooting gebracht. Haben sie mit dem Gürtel machen, was sie wollen. Und der ist jetzt im Museum, in Niederoberstein, in der Diamantenmuseum. Und wenn wir wieder den Event machen und die Champions von diesen Gürteln den verteidigen, kommen die wieder führen. Alle werden wieder eingeladen. Also ist jetzt so eine Eventserie, kann man sagen? Ja. Wann ist der nächste Event? Da sind wir jetzt noch am Planen. Wir denken nicht so schnell. Mhm. Vielleicht in einem Jahr oder so, weil der nächste Event, den wir machen wollen, ich will etwas Grösseres, ich will etwas Besseres, ich will bessere Kämpfer, bessere Undercards, Tisch, also ich will ein bisschen Treppen drauf. Deutschland, Schweiz? Das ist ganz offen. Ich bin mit Zürich am Spekulieren. Mit Zürich am Spekulieren? Ja. Das hören wir natürlich gerne. Sicher, aber ich weiss ganz genau, also wie mich die Leute kennen, wenn ich in Zürich etwas machen will, dann wird es etwas Riesiges. Etwas, wo die Leute sagen, verdammt noch, wo die Haters mich haten. Wo es noch mehr Haters gibt nachher. Genau. Ich will die besten Kämpfer da anholen. Ja. Ich will nicht tausende von Zuschauern sein, aber eine kleine, schöne, super Halle gefüllt. Schönes Ambiente, super Kampf. Das ist nächstes Jahr die Planung. Wir sind noch Eventplätze am anschauen, wie Volkshaus, Salzsporthalle, Hallenstadion. Kommt natürlich alles, wer Sponsoren wird, wer interessiert ist. Aber wir sind schon am nächsten Event am Planen, mit Leuten am Reden. Das ist ganz klar. Ich habe schon einen neuen Traum.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe mich den neuen Traum vom Ziel. Jetzt, wo du das Buchtraum erfüllt hast. Buchtraum ist erfüllt, mein eigener Teamtraum ist erfüllt, ich bin Trainertraum ist erfüllt, ich reise um die Welttraum ist erfüllt. Mein nächster Traum ist nicht K1 Max zu machen, sondern etwas Ähnliches basiert auf traditionelles Muay Thai. Ja. Ich darf noch nicht genau sagen, wie und was, aber es wird etwas, was wir planen, vielleicht in Dubai. Mhm. Weil mein Manager hat dort sehr gute Kontakte zu Ölscheichs, die viel Geld haben, die den Sport sehr attraktiv finden. Ja. Wie die Grappling Games in Abu Dhabi, das ist ein Scheich, der die geil findet. Der schickt ihn um, macht das. Ja. Genau, er ist persönlich ein Jiu-Jitsu-Fan und holt die besten Leute und will dann ihr Turnier anschauen. Und wir sind jetzt an so einem Scheich dran am Diskutieren. Unser Plan ist, mehr oder weniger, ist 8 von den besten Muay Thai-Kämpfer der Welt auf Dubai zu holen. Die 8 Wochen dort zu behalten. Die bringen ihre eigenen Trainer mit. Die kommen ihr ein Haus über, mit eigenem Trainingsplatz. Die können jeden Tag trainieren, die können machen, was sie wollen in diesem Haus. Training, relaxen, Training, können raus, können gehen, können kommen. 8 Wochen lang. In diesen 8 Wochen gibt es 2 Teams, also 2 Gruppen, 4-4. Jeder Kampf gegen jeden, Champions League Style. Also du gewinnst, hast 3 Punkte. Verlierst hast 0 Punkte, unentschieden hast 1 Punkt. Dann kämpfen die ersten 2 von jeder Gruppe gegen die andere Gruppe. Also der erste von Gruppe A gegen der zweite von Gruppe B. Da könnt ihr bei mir schon fragen. Oder? Was ist mit Chaos? Mit Chaos ist 3 Punkte Sieg. Aber der muss ich dann nochmal kämpfen. Quasi aber nicht am gleichen Abend. Schon, aber der wäre dann so quasi 3 Monate gesperrt. Ja, das gibt's bei uns nicht. Das gibt's doch gar nicht! Der kämpft am nächsten Tag wieder. Ja, sicher! Das gibt's bei uns nicht. Das gibt's nur bei denen, wo irgendwas... Nein, also, das gibt's bei uns nicht. Okay. Natürlich, gut. Wenn einer schwer gekommen ist oder Verletzungs... Dann hast du einen Ersatzkampf. Dann müsstest du einen Ersatzkampf haben. Ist ja ganz klar. Ja, das ist... Okay, gut, wow. Aber du was hast ein so Konzept, ein bisschen, weißt du? Super Six, was mal im Boxen gemacht haben. Das kann sein. Das haben sie natürlich nicht in 8 Wochen durchgezogen, aber das haben sie irgendwie über 1,5 Jahre oder so. Ja, genau. Ja. Und wir versuchen das halt ein bisschen kürzer. Mhm. Also eben, genau, wir wissen dann noch nicht, das ist immer noch dran, Verletzungsgefahr, wie könnte das sein, was müssen wir machen dann, weil Katz und dies. Vielleicht machen wir auch nur eine Runde, dass die Leute einen Monat kommen nach Dubai, sich vorbereiten, kämpfen. Dann heimgehen, sich erholen, nach einem Monat wiederkommen, wieder kämpfen und so weiter sozusagen. Also da ist alles offen möglich. Riesen Preisgeld, was es bis jetzt so in Muay Thai noch nicht gegeben hat. 6-stellig. Das ist Millionenzahl. 100'000. 100'000. Ja. 6-stellig. Höher als K1. Höher als K1. Das können wir schon sagen. Ja. Natürlich, es muss jetzt erst alles klappen mit Sponsoren und so. Wir werden versuchen, einen Livestream zu machen. Pay-per-view? Pay-per-view. Wir sind mit Elite Boxing. Ja. Die sind ja riesig im Thai-Box-Business miteinander am diskutieren, mit reden, ob die mit uns machen, wie auch immer. Ja. Ich bin sehr guter Freund mit dem Tolly Makis, der Präsident und der Co-Founder von Elite Boxing. Ja. Wir haben ein super Team. Ich kenne die richtigen Leute. Wenn jetzt noch mein Manager die richtigen Seile springen lässt und so und die Sponsoren da anbeissen, dann wird das ein Muay Thai Turnier geben, das die Welt bis jetzt noch nicht so gesehen hat. Und wir haben einen super Namen. Wir haben müssen streiten. Der Name ist schon gesichert. I am Legend. I am Legend? Ja. I Legend wäre ein Film, aber I am Legend gibt es noch. Ja. Ja, also der Künder kann sich dann sagen, er ist eine Legende. Der Gürtel, da sind schon die verrücktesten Designs vorgekommen, wo ich muss sagen, packe den in Safe, sonst nehme ich ihn mit ein. Wir werden versuchen, spektakuläre Orte zu suchen, um die Kämpfe zu machen. In Dubai, Hochhäuser, Tower, zu oberst oben, zu unterst unten,
auf dem Sand, wo auch immer, am Beach. Kämpfer kommen mit dem Bötli rein. Alles, das sind die nächsten Pläne, die nächsten Träume. Und bis jetzt sind meine Träume in Erfüllung gegangen. Und ich denke, das wird auch in Erfüllung gehen. Ich bin schon Kämpfer am Zusammenstellen. Wer da wird in Frage kommen. Thailänder habe ich 3 in meinen Gedanken. Sayok, natürlich einer von den krassesten. Ja. Jotsen Klein, natürlich, ja. Er ist mein guter Kollege. Ja. Der ist eine riesen Maschine. Ja. Buchau würde ich nicht drin haben. Ja. Ist mir zu arrogant. Okay. Ich mag den gar nicht. Mhm. Und es hat noch einen anderen Teil, der wo sehr nicht bekannt ist. Samrat Chai, der ist auch sehr gut. Enrico Kehl von Deutschland. Was ist die Gewichtsklasse dort? Wir werden jetzt 72 Kilo. Also gibt es natürlich einen, der... 70 bis 72 Kilo, so dort rum wird das rum sein. Petrosian natürlich, der ist natürlich ein Traumkandidat. Ja. Ich denke, dass der das sicher auch wird. Ja, wenn das Geld stimmt. Ja, also das wird sicher stimmen. Petrosian, Enrico Kehl, ein Jabbar wäre natürlich ein super Kandidat. Ein bisschen neue Talent wie der Robin van Rosmalen von Holland. Ja. Weißt du, die wirklich harte Siechen. Vielleicht ein Franzos, ja. Japaner, Amerikaner. Also wirklich die 8 Besten in Muay Thai. Von dieser Welt. John Wimpar, wenn er sich interessiert und fit fühlt und denkt, er könnte mitziehen. Natürlich auch jemand, den ich gerne mit dabei habe. Vorher hast du gesagt, ja, da möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber jetzt bist du recht ins Detail gegangen, das ist schön. Ja, das sind ja nur so ein paar Spekulationen, das muss ja noch richtig diskutiert werden. Aber das sind so meine Wünsche, die ich habe. Ja. Für das Turnier, vielleicht wird es auch in 2015 stattfinden, vielleicht auch in 2016 stattfinden, mit ganz neuen Namen, weil dort sind. Aber das ist im Moment mein Traum. Mein nächster Traum. Und dass ich das Visum bekomme für Thailand. Das wäre ein grosser Traum, weil sonst wird es schwierig. Zidov, danke vielmals, dass du gekommen bist. 2 Fragen habe ich noch, weil ich weiss, du bist super busy und es ist zu spät eine Stunde, bist du immer noch da. Und, keine Sache. Du erzählst super interessante Sachen. Die eine ist eigentlich deine aktive Zeit. Du hast gesagt, die Lichter gehen langsam aus. Gehst du noch mit einem grossen Bang aus dem Sport raus? Mit einem Kampf? Mit einem... Also wenn meine Verletzung das natürlich zulässt und alles verheilt, mein grösster Traum aus dem Sport rausgehen ist mit einem Rematch gegen den John Wimpar. Okay. Das ist natürlich etwas... Weißt du, jetzt habe ich über 100 Kämpfe. Ja. Alles zusammen. Jetzt bin ich dort, wo er dort zu dieser Zeit war. Er würde mich vielleicht immer noch verprügeln, mich immer noch umhauen, aber ich glaube mich anders, ich habe mehr Erfahrung, ich bewege mich anders, ich bin intelligenter, vielleicht auch dümmer geworden im Kampf, aber eben, ich bin ganz anders als dort und das wäre natürlich mein Traum zum Ciao sagen der Thai-Box-Szene, Sieg oder Niederlage dahergestellt. Das wär's. Vielleicht an meinem eigenen Event in Zürich. Oh, Hammer! Hammer! Ja, also wir freuen uns natürlich mit diesen ganzen Plänen und so. Das heisst auch, dass du natürlich wieder ein bisschen vermehrt vielleicht auch in unseren Gefilden bist und nicht nur in Thailand. Das ist auch der Plan, ja. Genau. Und das bringt mich eigentlich zur letzten Frage. Leute, die sich informieren, über was läuft in deinem Leben und so, wo gibt es die Infos? Sind auf Akuma Fanpage auf Facebook. Dort ist natürlich immer der neueste Stand, was ich mache, was ich treibe so. Sind auf akuma.com. Das ist meine Webseite auf Deutsch. Mhm. Dort können die Leute immer die neuesten Sachen, Report, Fotoshootings, was halt abgeht im Moment in meinem Leben. Ja, das sind so die 2 wichtigsten Seiten. Amazon.de oder book.ch kannst du natürlich mein Buch bestellen. Was mich auch würde freuen, wenn das die Leute kaufen würden. Ja, das sind so die 3 Sachen, die immer regular updated werden, wenn das neueste Zeug drauf ist. Wie bereits gesagt, eben, wenn ihr nicht nur wissen wollt, was morgen und übermorgen mit dem Zidov läuft, sondern wenn ihr auch wissen
wie ist der Typ überhaupt dort hergekommen, wo er ist. Crazy Life, Bad Boy, mein unglaublicher Weg vom Gangster zum Kampfsportidol, der ist wirklich unglaublich, wie bereits gesagt, der gibt es, Orel Füssli kann man kaufen, und eben, du hast gesagt, Amazon, book.ch. Ja, und kauft es nicht und gebt es nachher 15 Kollegen zum Lesen mit, sondern unterstützt den Herrn. Dann jeder soll es kaufen. Jeder soll es kaufen, Kopf für den. Das ist immer das mit dem Buch, nachher kaufen. Nachher, musst du es ja nicht einmal lesen. Ich habe ein super Buch und weißt du was? Und ich habe dein Buch gelesen und so, und dann habe ich es noch mit meinem Kollegen. Ah, wieso hast du das gemacht? Wieso hat es nicht der Kollege selber gekauft? Und dann gibt es ein bisschen. Ich bin nicht einmal besser, wenn es die Leute nicht lesen. Sie sollen es einfach kaufen. Sie sollen es einfach kaufen. Aber sie sollen es auch lesen. Es ist wirklich gut und es ist inspiriert. Und genau. Es ist. Auch Leute, die sagen, oh, Buch ist nicht so mein Ding und es hat so viele Seiten und keine Bilder. Ist übrigens mein erstes Buch, das ich gelesen habe in meinem Leben. Oh, eben. Und sogar er hat es gelesen. Und er war ja dabei gewesen. Wieso soll er es nochmal lesen? Weil er weiss ja, wie es ist. Und wahrscheinlich wäre es noch viel extremer gewesen, als im Buch in der Stadt. Ja. Es ist wirklich easy zum Lesen. Wie gesagt, merci vielmals, dass du gekommen bist. Schalme. Und ja, viel Glück in deinem Weg und deiner Familie und all deine Projekte, die du hast. Danke. Merci vielmals. Das wär's gsi. Ciao zusammen. Yo, yo. Das war der Dominik Zidow, der hier über sein Leben erzählt hat. Und das ist eigentlich auch das Ende vom MMA Love Podcast Episode 30. Wir haben noch wollen über Westside Fighting Challenge berichten vom letzten Samstag in Dornbirn. Da finde ich, bleibt jetzt ein bisschen zu wenig Zeit und das ist jetzt einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen zu wichtig sein da mit dem Dominik Zidow. Und darum verschieben wir das aufs nächste Mal. Dann werden wir auch berichten über die MMA-Kämpfe, die stattgefunden haben, anlässlich vom Swiss Las Vegas im Grand Casino Basel. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken beim Dominik Zidow für die Zeit, die er da aufgebracht hat, für unsere Fragen zu beantworten. Herzliches Dankeschön auch an Charlie Merki, der da mal schnell kurz angerufen hat. Herzliches Dankeschön selbstverständlich auch an unseren Lieblingssponsor www.soulcoreware.com. Alles für Brazilian Jiu-Jitsu, MMA und Thai-Boxen. Soulcoreware.com. Jawohl, das wär's gewesen. Wir sind uns angekommen. Danke vielmals. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, schreibt uns doch mmalovepodcast@gmail.com, Facebook mmalovepodcast, Twitter mmalovepodcast und Instagram mmalovepodcast. Das wär's gewesen.